geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Freundinnen, herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung Hass ist keine Meinung. Heute Abend werden wir zwei Bücher diskutieren. Es sind keine reinen Buchvorstellungen, weil die Bücher ja schon auch im letzten Jahr erschienen sind. Aber ich finde gerade heute, beziehungsweise nach dem Überfall auf den Israeli im Prenzlauer Berg und der Demo heute, Berlin trägt Kippa, ist das Thema weiterhin aktuell und wir müssen auch weiterhin über dieses Thema reden, über diese Themen reden. Heute Abend werden das sein Renate Künast mit ihrem Buch Hass ist keine Meinung, was die Wut in unserem Land anrichtet. Das ist dieses hier. Und zum anderen Johannes Hilje, der geschrieben hat, Propaganda 4.0, wie rechte Populisten Politik machen. Und ich denke, wir haben mit diesen beiden Punkten Hass als auch Propaganda die beiden Pole, um die es auch in dieser Diskussion geht. Mein Name ist Michael Sonjenko, ich bin in der Heinrich-Böll-Stiftung zuständig für den Bereich Gesellschaftspolitik und werde den heutigen Abend moderieren. Gedacht habe ich mir, dass wir beginnen mit einer kurzen Frage auch an Sie, ob Sie diese Erfahrung von Hass selber persönlich gemacht haben und das hier auch vorstellen wollen, wenn Sie mögen. Danach wird es zwei kurze Statements geben zu den jeweiligen Büchern, die Thesen der Bücher und vor allen Dingen aber, ich sagte ja schon, die Bücher sind im letzten Jahr erschienen, auch welche Rezeption gab es und was hat die Autorin, was hat der Autor aus den Diskussionen nach Veröffentlichung der Bücher gelernt, respektive wo stehen wir jetzt. Abgeschlossen soll dieser Abend heute mit einem Fazit, das auch bedeutet, ja, wo stehen wir einfach heute? Das Stichwort Berlin trägt Kippa habe ich schon genannt. Das andere ist, was nochmal sehr auf dieses Thema Hass geht, dass das Netzdurchsetzungsgesetz fast das erste halbe Jahr einfach in Kraft ist und jetzt für Juni 2018 vorgesehen ist, dass die Betreiber von Social-Media-Plattformen das erste Mal Bericht erstatten müssen über das, was sie getan haben, beziehungsweise was sie nicht getan haben. Und ich denke, da wird es auch nochmal eine Diskussion geben um dieses Gesetz. Was bringt oder hat dieses Gesetz weniger Hass im Internet gebracht oder muss es verändert werden? Muss es was anderes geben? Was muss noch dazukommen? Als ich mich selber auf die Veranstaltung vorbereitet habe, dachte ich, wo ist mir das passiert mit dem Hass im Internet? Das ist dann passiert bei Veranstaltungen und glücklicherweise betraf es dann auch nicht mich selber, sondern die Referentinnen und Referenten, die wir in die Stiftung eingeladen haben, dass dann jemand, der im Programm zum Beispiel jemand wie Cem Özdemir gelesen hat, natürlich nochmal sagen musste, was er von ihm hält. Das sind solche Dinge, die mir aktuell passiert sind. Eine große Debatte gab es damals, also viel Hass, wie ich finde, gab es, als in den 90ern die Wehrmachtsausstellung ausgestellt worden ist, auch durch die Heinrich-Böll-Stiftung. Und da war dann das soziale Medium noch die Postkarte, die uns erreicht ist mit schönen Zeichnungen und so weiter. Das ist dann was anderes gewesen. Das konnte man auch nicht so einfach wegklicken, glaube ich. Möchte von Ihnen jemand eine Begegnung mit dem Hass schildern? Ja, guten Tag. Ich habe, also die Hintergrundgeschichte dazu ist, dass ich eine Facebook-Diskussion in den Kommentaren zu einem Artikel von Spiegel Online angefangen habe und daraufhin hat mich dann ein gewisser Carsten Wand angeschrieben, persönlich auf Facebook und hat unter anderem geschrieben, ich zitiere mal, ich habe noch die Screenshots hier, ist schon ein bisschen her, dich elende fette Sau brauche in Deutschland niemand, also steck dich an oder so, das war noch das harmlosere. Es kam dann auch noch, bald ist Krieg in Europa und dann seid ihr und die muslimischen Schwarzköpfe als erstes dran. Ich werde es kurz und schmerzlos machen, direkt in den Kopf.
Dann hier noch, die Affen kommen ja noch nicht mal übers Mittelmeer, ersaufen alle elendig und solche Sachen. Wie sind Sie damit umgegangen? Gelöscht? Freundinnen, Freunde gezeigt, angezeigt jemanden? Ich habe überlegt, ihn anzuzeigen, habe dann aber davon abgesehen, aus privaten Gründen. Vielen Dank. Ich sehe jetzt keine weitere Meldung dazu und würde jetzt gern Renate Künast bitten, ihr Thema bzw. ihr Buch und die Rezeption und die Thesen des Buches vorzustellen. Renate Künast, politisch aktiv in Berlin auf Bundesebene, Mitglied des Bundestages, war Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Grüne, Fraktionsvorsitzende und ist jetzt aktuell im neuen Parlament, oder so neu ist es ja gar nicht mehr, aber die Regierung ist ja wenigstens jetzt endlich neu. Sprecher ist auch alt und wie alt sie wirklich wird, frage ich mich. Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grüne für Ernährungspolitik und Tierschutzpolitik. Ja, bitteschön, Renate. Danke. Also warum dieses Buch, warum dieses Hass ist keine Meinung. Der Anlass war übrigens eine Sendung, Hart aber fair, bei und nach den ersten Kölner Silvesterereignissen, also im Januar 2016. Da hat sozusagen meine schwerpunktmäßige Beschäftigung mit diesem Thema eigentlich begonnen. Warum? Weil es ging da um die sexuellen Übergriffe, Vergewaltigung und so. Und in der Sendung gab es einen ganz starken Druck darauf, das alles auf Nordafrikaner zu beziehen. Und die sind alle ganz schlimm. Und ich habe während der Sendung dann auch mal gesagt, ja, weil ja alle geschworen haben, also jetzt wollten sie sich um die sexuelle Selbstbestimmung der Frauen kümmern und das sei jetzt der Ort und der Punkt. Und ich habe gesagt, ja, Komma, aber jetzt müsste man das dann auch breiter diskutieren, nämlich 60% aller Übergriffe, Gewaltdelikte und sexueller Gewalt passieren in Deutschland im sozialen Nahraum, ja? Also Familie und so, ja? Und enge Kontakte. Und dann, wenn wir das ernsthaft diskutieren wir das in aller Breite. Daraufhin hat mir Platzek gleich vorgeworfen, ich wollte den einen Teil verharmlosen und Ähnliches, so viel zu MeToo-Debatten und Ähnlichem, wie einfach für Frauen es ist, mal auf Dinge hinzuweisen. Und da habe ich mich schon echt geärgert, ja, weil er gemerkt hat, das ging nur darum, gegen Nordafrikaner stänkern zu können und ging ihm weniger um die Gewalt gegen Frauen, an welcher Stelle auch immer. Ja. Und am nächsten Tag, wieder in Berlin, hatte ich 271 Hate-Posts. Ich sage mal, 2-3 von denen waren normal geäußerte, scharfe Kritik. Der ganze Rest war tief unter der Gürtellinie. Und das war eigentlich so ein Auslöser, nachdem man auch vorher immer also Hate-Posts und so gesehen hat, sich zu überlegen, was passiert da eigentlich? Erst habe ich noch als Witz so ein Hate, so in der Netiquette, so ein Hate-Tool geschrieben, um mich ein bisschen lustig gemacht. Ja, wie könnt ihr das machen? Schreibt noch voneinander ab. Ignoriert gleich auch die Rechtschreibung und so weiter. Dann ist aber aus der weiteren Beschäftigung daraus geworden, dass ich zusammen mit Britta Stuff vom Spiegel mir einige von diesen Hate-Posts rausgesucht habe, bei denen wir dann auch an die Adressen kamen und so, die nicht ganz anonym waren. Und dann haben wir uns sozusagen die Posts kopiert und sind hin, haben geklingelt, guten Tag, Sie haben mir das geschrieben. Wie, ja? Schon merkte man, dass die Vorstellung, und das war ja eigentlich der Ansatzpunkt für uns, dahin zu fahren, war ja immer die Frage, wer ist das eigentlich, die Leute, die das machen? Und warum machen sie sowas? Warum ist da sozusagen jede Art von Kinderstube weg? Es war also ein Versuch, verstehen zu wollen. Ergebnis diverser Besuche war für mich, dass ich dann den Eindruck habe, und dass diese Besuche versuche ich da darzustellen und auch, was das eigentlich in mir ausgelöst hat. Ich hatte erstens mal den Eindruck, ich habe es mit zwei Großgruppen zu tun. Die eine Gruppe sind die Einzelpersonen, das andere sind eigentlich organisierte Hate-Posts. Bei den Einzelpersonen will ich sagen, das passt vielleicht nachher auch zu dir, ja, ist mir sogar der erste Besuch, ein Meister am Stadtrand von Potsdam, in Erinnerung geblieben, bei dem wir 1,5 Stunden saßen und sehr intensiv unterhalten hatten, der immer darauf verwies,
wenn ich Fernseh gucke und so, ständig retten wir die ganze Welt, ja, und dies und jener hat Probleme, kümmert sich auch mal jemand um uns. Wir haben ihm keinen Hasssatz über Flüchtlinge entlockt, aber dieses kümmert sich auch mal jemand um uns war eine Frage, die saß. Vielleicht, also das passt, hat eine Schnittmenge, glaube ich, ja. Und es war so wie, ja, es gibt hier in den Kindergärten und im Hort auch zu wenig Personal. Löhne für die Erzieherinnen, von denen sie nicht leben können. Und wenn da Projektmittel wegfallen, werden alle Frauen gebeten, ihre 2 Stunden ihre Arbeitszeit zu reduzieren. Gelder für irgendwelche Dinge mit den Kindern, jetzt egal, ob es Deutsche oder Nicht-Deutsche sind oder so, ja, gibt's auch nicht. Also der war da fachlich interessiert und brannte da richtig. Kümmert sich auch mal jemand um uns. Es gab aber eben auch und ich glaube, dass man sich dann damit auseinandersetzen muss, ja, was das eigentlich heißt, dass die Leute in Zeiten von Digitalisierung, Globalisierung und so weiter, können wir vielleicht nachher noch drüber diskutieren, immer mehr das Gefühl haben, dass Probleme, die sie selber haben, ich meine das nicht in so einem egoistischen Wahn, Probleme, die sie real haben, ihre Kinder haben und so weiter oder in ihrem Stadtteil sind, dass die irgendwie nicht adressiert werden. Ja? Das sind auch nicht die Debatten, die aus dem Bundestag gesendet werden, obwohl sie stattfinden, hier und da. Die zweite große Gruppe, das versuche ich auch darzustellen, ist die neu organisierte Rechte. Man sagt auch die neue Rechte. Ich versuche darzustellen, der Frage nachzugehen, das war auch meine, ist das eigentlich ganz neu? Haben wir jetzt mehr Rechtsextremismus oder nicht? Und komme eigentlich für mich selber zu der These, dass es eigentlich nicht mehr ist, sondern dass er sich neu organisiert. Hab da was dargestellt, alte Studien von Heidmeier auch, der ja dargestellt hatte mit seinen Studien deutsche Zustände, dass teilweise 10-15% antisemitischer, rechtsextremer, homophober Einstellung existieren. Du darfst die Leute nicht fragen, bist du rechtsextrem und würdest du NPD wählen, sondern du musst diese Einstellungen abfragen und irgendwann mal analysieren, dann stellst du fest, die gibt's. Und ich habe auch im Rahmen der Recherche in diesem Buch umso mehr und bei einigen Gesprächen durch einige Gespräche mitgekriegt, wie sich das neu organisiert hat. Weit weg von der NPD hat sich über Pegida und AfD gestartet mit einer Kritik an der EU und dem Euro, etwas neu zusammengefunden und findet jetzt nicht nur analog, sondern auch digital statt. Also sie haben diese Werkzeuge als erste eingesetzt. Dazu muss man wissen, mal eine Zahl, bei der letzten Bundestagswahl sind offensichtlich ungefähr 70% der NPD-Wähler rüber zur AfD gegangen. Auch ein Hinweis darauf, wer sich von der AfD vertreten fühlt oder welche Auffassung sich vertreten fühlen. Und man muss sagen, das habe ich ja auch festgestellt, dass die insgesamt, dass dieser ganze Bereich AfD, Pegida sehr organisiert vorgeht, sehr zielgruppenspezifisch mobilisiert, das Netz entsprechend nutzt. Und ich das Buch ist im letzten August entstanden, schon ein kleines Stück nur, aber auch Hinweise drauf, was man daraus alles machen kann und wie organisiert man das Netz nutzen kann. Und andere tun das schon. Habe deshalb 2 Kurzverweise auf Trump und die Wahlen in den USA und auf den Brexit. Trump diskutieren wir gerade wegen Cambridge Analytica alle, ja? Ob wegen Missbrauch von Daten am Ende die US-Wahl so ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist, weil man sehr zielgenau Leute anwerben könnte, also emotional anschieben konnten, Themen hochziehen konnten, weil man bestimmte Adressen hatte von Leuten, die bestimmte Auffassungen hatten und so. Ja. Aber manche vergessen, dass das beim Brexit offensichtlich fast genauso war. Dass diese Vote Leave, also kreuzt an, EU verlassen, ja, oder Brexit und so, dass diese Gruppen quasi auf die gleichen Datenwege dahinter stecken und die gleichen Finanzierungen. Am Ende landet man zum Großteil bei Robert Mercer, einem der erfolgreichsten Hedgefondsmanager in den USA. Also jemand, der gar kein Interesse an demokratischen Prinzipien und Strukturen hat. Wenn ich sage, was habe ich durch die Veröffentlichung und danach, das will ich noch kurz sagen, eigentlich kennengelernt und erfahren. Also einmal, dass es Sinn macht, Strafanzeigen zu stellen. Ich habe ja viele gestellt, die nicht alle so ausgegangen sind, wie ich es mir gewünscht hätte. Warum? Weil wir in Deutschland eine sehr breite Definition von Meinungsfreiheit haben. Ja, da muss man schon sehr konkret sein und nicht abstrakt, um überhaupt verurteilt zu werden nach unserer Rechtsprechung. Ich habe an manchen Stellen, weil die ja gezielt immer so, wie die Rechtsprechung ist, genau drumherum formulieren. Die sagen nicht, heute Abend ist Kühners auf einer Veranstaltung, ich überlege mal, da hinzugehen, ihr eins auf die Nase zu hauen, sondern wenn ich mal auf die treffen würde, dann würde ich. Oder von Ihnen würde ich auch gerne ein Enthauptungsvideo sehen. Also im Buch habe ich das nochmal dargestellt, wie verschiedene Verfahren, also
dann von der Rechtsprechung aufgenommen sind und warum eingestellt wurde an der Stelle. Trotzdem finde ich es richtig. Ich hoffe, dass wir hier und da auch mal zu Anklagen kommen, dass es auch die Rechtsprechung sich damit auseinandersetzt, wie da getrickst wird im Augenblick, ohne dass ich jetzt die Meinungsfreiheit wegen derer aufheben will. Aber wir sehen ja, dass es gesellschaftliche Verhältnisse zersetzt. Und das ist auch das Ziel dieser Leute. Zersetzen geht es nicht nur um Politikerinnen, dass sie keinen Mut mehr haben, sondern es geht auch um die Frage, dass Menschen vor Ort keinen Mut haben sollen, sich irgendwo zu engagieren, den Mund aufzumachen. Man versucht da entsprechenden Druck auszulösen. Dann muss man Gegendruck machen. Ich habe gelernt, dass es richtig ist, die Dinge beim Namen zu nennen und öffentlich zu adressieren, zu sagen, was da ist und was da passiert. Anzeigen zu stellen, damit auch Polizei und Staatsanwälte sagen müssen, die Anzeigen sind in der Menge, haben sie zugenommen. Ich habe einen Mangel entdeckt, nämlich, dass es noch viel zu kompliziert ist, zivilrechtliche Verfahren zu machen. Ich selber habe das dann immer gescheut, dann musst du wieder Geld vorstrecken und dies und jenes. Und ich weiß, dass der, der Journalist? Gutjahr. Ja, der hat das, Richard Gutjahr, genau. Der hat da ja auch unheimliche Gelder vorgelegt und so. Und ich finde es gut, dass es jetzt ein paar Anwälte gibt, die so als Legal Tech so jetzt versuchen, so eine kleine NGO aufzumachen, wo sie Startkapital suchen und wo man dann seine Fälle reingeben kann, ohne dass man selber Geld zahlt. Aber das Schmerzensgeld spendet man denen immer, damit die sich weiter finanzieren. Und ich hoffe, dass das weitergeht. Warum? Weil Schmerzensgeldverurteilungen müssten viel früher kommen als eine strafrechtliche Verurteilung, werden aber auch vollstreckt. Also man merkt früher, dass man nicht alles sagen kann. Ja, und dass Hass keine Meinung ist, keine Meinungsfreiheit beinhaltet, weil es eine ganz andere Zersetzungsstrategie ist. Das ist aber das eine, das sich wehren. Ich habe zweitens gelernt, und da beziehe ich mich jetzt nochmal auf Johannes, dass es diese Zurückgelassenen, diese Gruppe kümmert sich auch mal jemand um uns gibt, wo wir uns überlegen müssen, ob wir eigentlich in der Politik immer richtig agieren, immer richtig und gut darstellen. Was sind die Alltagssorgen der Leute? Ja, und die adressieren. Und ich habe drittens gelernt, dass unsere Demokratie durchaus in Gefahr ist. Und zwar will ich mal sagen, warum in Gefahr. Also nicht nur, weil wir sehen, dass AfD, Pegida und so erst über Lügenpresse reden, dann sagen, Meinungsfreiheit, man darf ja nicht mehr sagen, was man denkt. Zum Beispiel darf man nicht denken, die gehören vergast oder so. Ja. Und damit schieben sie die Emotionen systematisch richtig an, bis ganz andere Sätze und Aussagen hoffähig wären. Sie wollen Demokratie verändern. Sie wollen es weiter nach die Mitte, weit nach rechts schicken. Sie operieren mit dem Begriff Political Correctness, wozu ich da auch im Buch eines geschrieben habe, wie sogar einige Journalisten bei der Zeit darauf reingefallen sind, als sei Political Correctness ein Schimpfwort. Es kann ja kein Schimpfwort sein, wenn ich nicht rassistisch bin, nicht homophob, nicht Leute beschimpfe oder so. Aber ich sehe, dass da sich was entwickelt. Und wissen Sie, was das besonders Gefährliche ist, wenn man sich fragt, was habe ich gelernt durch das Buch, durch weitere Diskussionen? Ja? Eigentlich auch als drittes sozusagen gelernt, dass unsere Demokratie in Gefahr ist, weil sich Leute so viel rausnehmen und weil das, was sie sich rausnehmen, sich immer mehr anonym versteckt. Hier werden Emotionen oder Meinungen und so, hier wird Hass verbreitet und versucht zu zündeln, Leute aufzubringen. Aber sie können gar keine Quellenforschung mehr machen. Der individuelle Leser, Leserin denkt, das ist wirklich so. Da gibt es eine Privatperson, Fritz Müller, der das meint. In Wahrheit steckt dahinter aber eine Struktur. Eine Struktur von Leuten, die entweder in Parteien oder mit Geld, weil sie Demokratie gar nicht haben wollen, ganz systematisch Einfluss nimmt und sie, ich sag mal so lapidar, sie auf die Palme bringt. Leute auf die Palme bringen und die am Ende fast selber glauben, weil sie es 20 Mal am Tag lesen, dass dieses oder jenes unser größtes Problem wäre. Ja, dann ist nicht das größte Problem, dass Millionen Dieselbesitzer betrogen werden und der CEO von VW trotzdem noch einen Millionenbonus kriegt, sondern dass die, weiß ich, wie viel Abgeordnete verdienen. Ja? Oder dass überhaupt die Ausländer da sind und die müssten alles raus oder die stehlen uns unsere Arbeitsplätze. Ist ja so, wenn du was 10 Mal gelesen hast, hast du das Gefühl, das sei das Kernproblem deines Landes. Ja? Du kannst ja Menschen damit manipulieren. Und was ist die größte Gefahr aktuell daran? Dass das so anonym geschieht. Früher hast du einen Flyer gekriegt. Ja? Hattest du im Briefkasten, konntest du sagen, kommt von der CDU, kommt von den Grünen, lese ich oder schmeiß ich weg oder lese ihn erst und schmeiß ihn dann weg. Du wusstest aber, woher es kommt. Du kannst in der Zeitung, ja, wenn da Leute eine bestimmte These vertreten, darüber geschrieben wird, steht da auch die Partei, die Organisation oder so dahinter. Da steht dann Bund der deutschen Industrie oder Automobilbauer. Weißt du, welche Interessen hat er? Hier ist es aber so, dass sie auf leisen Sohlen
wie Elisabeth Wehling so geschrieben hat, auf leisen Sohlen in unser Gehirn kommen, indem sie so tun, als seien sie Privatpersonen und uns immer wieder hochhetzen, also bestimmte Emotionen immer weitermachen. Das, finde ich, ist im Augenblick die wirklich besondere Gefahr. Heißt also, auf all diesen Ebenen, die ich beschrieben habe, müssten wir dann als Gesellschaft oder als Politik auch reagieren. Also nach dem Buch schien mir die Aufgabe noch größer als vor dem Buch. Vielen Dank, Renate Künast. Ich würde jetzt gern gleich zu Johannes Hilje kommen, weil Renate Künast sprach auch von diesem, ja, wer lädt das auf, wer lädt die Leute auf und ein, diesen Hass zu verbreiten. Ich denke, das ist dann der Punkt Propaganda. Das sind diese organisierten Strukturen, von denen du berichtest in deinem Buch Propaganda 4.0, wie rechte Populisten Politik machen. Ebenfalls im August letzten Jahres erschienen, Dietz Verlag. Johannes Hilje arbeitet als Politikberater in Berlin und Brüssel, hat eng mit den Grünen zusammengearbeitet und ist jetzt unter anderem tätig auch für das Progressive Zentrum, diese neue Studie, Rückkehr zu den politisch Verlassenen. Renate sprach auch schon davon, da kommen wir aber nachher dazu. Jetzt sind wir bei Propaganda. Bitte schön. Ja, danke. Ja, wie fange ich an? Also ich fange in dem Buch an, so fange ich jetzt auch mal an. Das sozusagen ergibt am meisten Sinn im Skript. Ich mache eine analytische Unterscheidung am Anfang. Also ich glaube, es gibt einerseits Ursachen für den Erfolg von Rechtspopulisten und es gibt Mittel zum Erfolg von Rechtspopulisten. Und die Ursachen sind sicher politischer, ökonomischer, sozialer, auch kultureller Natur. Und die Mittel zum Erfolg sind ganz stark Mittel der Kommunikation, der politischen Kommunikation. Und weil ich eben selber aus diesem Bereich politische Kommunikation komme, also ich habe das studiert und das ist eben auch mein Hauptarbeitsschwerpunkt, habe ich das mal ein bisschen versucht, aus dieser fachlichen Sicht zu analysieren. Und ich habe festgestellt, dass die AfD diese Kommunikationsmittel und Strategien eigentlich dazu einsetzt, um gar nicht so sehr im Diskurs eine Problemlösungsfähigkeit zu erreichen oder Problemlösungskompetenz, was ja eigentlich oftmals das Ziel von Parteien ist, sondern eigentlich eine Problemdefinitionsfähigkeit oder Problemdefinitionskompetenz. Also die AfD hat es meines Erachtens schon vor dem Einzug in den Bundestag geschafft, Probleme, auch bundespolitische Probleme, zu definieren in unserer öffentlichen Debatte. Und wenn man da mal, ich lade das in meinem Buch noch so ein bisschen theoretisch mit Michel Foucault zum Beispiel auf, der den öffentlichen Diskurs mal als Wahrheitsspiele bezeichnet hat. Also da wird definiert erstmal, wie ist die Wahrheit eigentlich beschaffen? Was sind Probleme unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens? Und anhand einer bestimmten Definition des Problems ergeben sich eben auch bestimmte Lösungsmaßnahmen oder Gegenmaßnahmen, um das Problem anzugehen. Und da gibt es ein ganz schönes Beispiel aus dem Bundestagswahlkampf vom letzten Jahr, 2017, Duell, TV-Duell zwischen Martin Schulz und Angela Merkel. Da wurde ja die erste halbe Stunde komplett über das Thema Flucht und Migration gesprochen. Und mich hat gar nicht gestört, dass da so lange drüber gesprochen wird und überhaupt, dass sehr viel in den letzten Jahren über das Thema Flucht und Migration gesprochen wird. Mich hat gewundert, wie darüber gesprochen wurde. Und das Wie hat meines Erachtens sehr damit zu tun, was ich gerade eben gesagt habe, dass die AfD sich sowas wie eine Problemdefinitionsfähigkeit für sich erreicht hat in den letzten Jahren. Ich mache es mal an einem Begriff aus diesem TV-Duell fest. Da hat Martin Schulz von der Flüchtlingswelle gesprochen, die auf uns zukam vor dem Herbst 2015. Und dieser Begriff, und jetzt komme ich auch auf Elisabeth Wehling zu sprechen, kommunikationsstrategisch oder wissenschaftlich spricht man hier vom Framing bei so einer Metapher wie Flüchtlingswelle. Also die Metapher hier ist, dass Migration mit einer Naturkatastrophe gleichgesetzt wird. Und immer wenn unser Gehirn, und jetzt komme ich auf die Kognitionswissenschaft zu sprechen, immer wenn unser Gehirn bestimmte Metaphern, Bildern wahrnimmt, dann versucht es anhand der eigenen Erfahrungen weitere Assoziationen anzuschließen, um Gegenmaßnahmen oder sozusagen Anschlussfähigkeit im Gedankenprozess zu erzeugen. Das heißt, wenn wir sowas wie Flüchtlingswelle hören, dann würden wir erstmal ganz automatisch Gegenmaßnahmen assoziieren, die wir auch sonst bei Naturkatastrophen ergreifen würden. Und das sind natürlich sowas
wie Abschottung, in Sicherheit bringen, Abgrenzung, Eindämmung, wie auch immer. Also das sind dann die Gegenmaßnahmen, die ganz automatisch unser Gehirn assoziiert, wegen der Erfahrung, die wir selber gemacht haben, entweder durch Medien oder durch wirklich das, was wir selbst mal erlebt haben. Und entscheidend ist auch, was damit ausgeklammert wird. Nämlich ausgeklammert wird beim Framing Migration als Naturkatastrophe die Ursachen. Weil man auch eben die Ursachen von Naturkatastrophen meistens nur sehr, sehr schwer bekämpfen kann, muss man sich auf die Auswirkungen konzentrieren. Und das heißt, und das haben wir in diesem TV-Duell sehr schön gesehen, es wurde eine halbe Stunde lang eben über die Gegenmaßnahmen, über das Abschotten, über das Eindämmen und so weiter geredet, aber es wurde gar nicht über die Fluchtursachen gesprochen. Und da haben wir gesehen, wie die AfD eben diese Problemdefinition im Grunde diktiert hat. Sie hat dieses TV-Duell mitbestimmt, obwohl sie gar nicht anwesend war. Und das hat mich schwer beeindruckt, muss ich sagen, dass das eine Partei kann, die natürlich eine Rolle im Bundestagswahlkampf spielt, aber noch gar nicht im Bundestag selber sitzt. So, und jetzt habe ich versucht, mit diesem Modell der Propaganda 4.0 mal so ein bisschen zu modellieren und zu konzeptualisieren, wie sie es eigentlich schafft, so viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen im öffentlichen Diskurs. Und das Modell heißt Propaganda 4.0, einerseits, weil es vier Elemente hat, andererseits aber auch, weil es sehr stark getrieben von digitaler Kommunikation ist und dieses Anhängsel 4.0 ja mittlerweile zu so einem Synonym für digitale Prozesse oder Zustände geworden ist. Ich gehe mal kurz diese vier Elemente der Propaganda 4.0 durch. Das erste Element oder die erste Stufe ist die Delegitimierung der klassischen Medien. Das kennen Sie alle durch so Begriffe wie Lügenpresse oder Systempresse, Pinocchio-Presse, Lückenpresse. Da gibt es ganz viele Variationen dieses Begriffs. Den hat die AfD oder dieses Verständnis von einer pauschalen Medienkritik und pauschalem Medienbashing, das hat die AfD sehr stark mit vorangetrieben. Das haben Sie sicher alle mitgekriegt. Und das Interessante fand ich die Auswirkungen eigentlich davon. Und da muss man sich mal Studien angucken, die sich mit Medienvertrauen angucken. Medienvertrauen war 2016 auch ein Riesenthema. Da kamen ein paar Studien raus, die gesagt haben, es gäbe eine Riesenkrise im Medienvertrauen. Diese Studien standen aber oft auch unter dem Eindruck oder diese Befragung der Berichterstattung über die Flüchtlingssituation im Jahr zuvor, also im Herbst 2015. Interessanter sind eigentlich die Langzeitstudien. Also wie hat sich Medienvertrauen über die letzten 10 Jahre verändert? Und da gibt's so eine Langzeitforschung an der Universität Mainz dazu. Und die zeigt interessanterweise auf, dass ja, es gibt einerseits eine größer werdende Gruppe an Menschen, die den Medien bei wichtigen Themen nicht vertraut. Dieser Anteil hat sich verdoppelt von 2008 bis 2017, liegt ungefähr bei 20% heute. Aber es gibt auch einen größer werdenden Anteil von Menschen, die den Medien voll und ganz vertrauen. Dieser Anteil liegt heute über 40%, der war vorher mal ein bisschen niedriger. Und was geschwunden ist in dieser Zeit, ist die Mitte, die sagt, ich vertraue den Medien teils bei wichtigen Sachen. Also sozusagen eine gewisse Skepsis, aber auch ein gewisses Grundvertrauen, könnte man sagen. Und ich glaube, also es gibt diese Polarisierung im Medienvertrauen, das ist der Langzeitbefund. Und ich glaube, das ist sozusagen bedenkenswert zumindest für die demokratische Debatte, weil beides ist nicht wirklich wünschenswert in der Demokratie. Eine pauschale Zustimmung ist genauso wenig wünschenswert wie eine pauschale Ablehnung. Und das, was wünschenswert ist, ist eigentlich so eine gesunde Skepsis, die irgendwo da in der Mitte liegt. Und diese Gruppe, die wird immer kleiner. Also das ist so ein bisschen das Ergebnis dieser Delegitimierung der Medien, der ersten Stufe der Propaganda 4.0. Das zweite Element ist das Schaffen eigener Medien, also Alternativmedien. Da macht die AfD sehr viel, da hat sie auch sehr viel gelernt von der FPÖ in Österreich. Sowas wie AfD-TV gibt es auf YouTube, natürlich die eigene Facebook-Seite, der Twitter-Kanal, sämtliche Kanäle auf sämtlichen sozialen Plattformen. Und jetzt kann man natürlich erstmal sozusagen sagen, ja, das ist ja auch legitim. Jede Partei macht Öffentlichkeitsarbeit und PR, sehe ich genauso. Ist legitim, ist auch erwünscht in der Demokratie. Aber es geht um das Selbstverständnis dieser Öffentlichkeitsarbeit. Und wenn Sie sich diese Kanäle mal angucken, der AfD, gehen Sie mal auf afd-tv.de, dann steht da, die Altmedien und die Altparteien berichten verfälscht und führen sie in die Irre. Und deshalb braucht es so einen Kanal wie AfD-TV, um die Menschen eben wahrheitsgemäß zu informieren. Also es geht nicht darum, die eigene
Position nur darzustellen. Es geht darum, ein Korrektiv zu bilden zu den systematisch verfälscht Bericht erstattenden Medien. Das ist das Selbstverständnis der Öffentlichkeitsarbeit der AfD. Und das steht im, zumindest ist sozusagen anders als das Selbstverständnis von anderen Parteien, von eurer Fraktion und so weiter. Also das muss man sich bewusst sein. Aber diese Medien, diese Alternativmedien werden geschaffen, weil man selber erstmal einen Bedarf nach wahrhaftigen Informationen durch diese Delegitimierung der anderen oder der traditionellen Medien geschaffen hat. Der dritte Punkt ist, dass man über diese alternativen Kanäle ja im Grunde sowas wie Prozesse der kollektiven Identitätsstiftung schafft und etabliert. Ich nenne das in meinem Buch die Schaffung eines digitalen Volks. Und jetzt komme ich auf das zu sprechen, was Renate gerade schon angesprochen hat, diesen Cambridge Analytica-Datenskandal, also dass man auf sozialen Netzwerken sehr spezifische Zielgruppen ansprechen kann. Und gerade bei Facebook ist es sehr wichtig, ist es gar nicht so wichtig oder ist zumindest nicht der ausschlaggebende Punkt, wie viele Fans man hat, sondern man braucht im Grunde die richtigen Fans, die dann mit den eigenen Inhalten interagieren, diese zum Beispiel weiter teilen oder liken oder wie auch immer, damit eine Reichweite entsteht und der Algorithmus das Gefühl hat, dass die Beiträge beliebt sind und ihn deshalb an weitere Menschen verteilt. Und die AfD hat das im Bundestagswahlkampf auch stark genutzt, dieses sogenannte Mikro-Targeting, also das Ansprechen sehr spezieller Zielgruppen. Und sie hat erstmal, das ist so eine Funktion von den Facebook-Werbemöglichkeiten, man kann die Menschen ansprechen, die genauso aussehen vom Profil her, wie die Menschen, die schon meine Seite liken, also die ich schon habe auf meiner Seite. Die kann man einfach sozusagen, da kann man sozusagen einen Klon von stellen. Und innerhalb dieser Menschen, die schon so aussehen wie die Fans der AfD, hat man dann zum Beispiel Mütter angesprochen. Das kann man dann so genau definieren bei der Werbeplanung und hat diesen Müttern eine Anzeige zugespielt, wo es um die gestiegene Anzahl, so hieß es in der Anzeige, von Sexualstraftaten durch Flüchtlinge und durch Ausländer ging. Und natürlich wollte man da eben gerade die Muttergefühle dieser Menschen ansprechen. Es ging vor allem um ihre Töchter und wollte, dass diese Menschen die Seite liken. Und damit hat man natürlich schon, also wenn die Menschen das dann getan haben, Menschen auf der eigenen Seite gehabt, die da eine bestimmte emotionale Einstellung zu dem Thema hatten und zu den Themen, die eben die AfD vor allem bespielt. Und dann passiert nämlich immer genau das, dass die AfD auf ihrer Seite diese Feindbilder, die Migranten, Feindbild, politische Eliten immer weiter füttert, immer weiter bestärkt. Und dass das, das sieht man dann in den Kommentarspalten, auch immer wieder rückgespiegelt wird von den Menschen. Also die regen sich dann in den Kommentarspalten, in den Kommentaren auch immer wieder dagegen oder darüber auf, dass sie unterdrückt werden als deutsches Volk, dass sie überflutet werden von Migranten und diese kollektive Identität, die da entsteht, ist wir gegen das böse System und das System sind die Eliten, die dann eben auch noch Migranten reinbringen. Und der letzte Punkt ist, das nenne ich Instrumentalisierung des Journalismus und man könnte auch sagen demokratischer Foren. Das sind vor allem Mittel der Inszenierung, die die AfD da anwendet. Sie erinnern sich vielleicht noch an die Debatte im ZDF, wo Alice Weidel einfach so rausmarschiert ist in einer Live-Sendung. Es gibt ziemlich starke Hinweise darauf, dass das vorher geplant war, weil sie im Grunde kurze Zeit später, ein paar Minuten nachdem sie da rausmarschiert ist, schon ein Statement fertig hatte und rausgeschleudert hat über Twitter. Das war auch sehr professionell gelayoutet, also daran konnte man sehen, dass das offenbar schon vorbereitet war. Und interessant war dann, was eben in diesen Netzwerken und in den Unterstützerkreisen der AfD passiert ist. Da gab es sehr schnell eine Solidaritätskampagne. Da gab es so ein Bild, da stand drauf, I stand with Weidel. Und das hat mich so ein bisschen an diese Kampagnen oder Solidaritätsbekundungen nach Terroranschlägen wie Je suis Charlie erinnert. Also Weidel hat sich selber als Medienopfer dargestellt. Diese Opferrolle wurde sofort aufgenommen und verstanden von ihrer Unterstützerschaft. Und es gab diese Solidaritätskampagne. Also da hat diese Propaganda 4.0 insgesamt sehr gut funktioniert. Man hat ein demokratisches Forum, diese ZDF-Debatte missbraucht, um eigentlich eine Botschaft an die eigenen Unterstützer zu senden, deren kollektive Identität damit wiederum bestärkt wurde. Das sind diese vier Elemente. Du hast mich noch gefragt, was in der Rezeption passiert ist.
erstmal habe ich mich gefreut, dass viele das Buch gekauft haben. Also die erste Auflage war, ist jetzt mittlerweile verkauft und es gibt eine zweite. Das hat mich gefreut. Das Thema interessiert, habe ich gemerkt, vor allem auch viele Journalisten, weil die immer noch, ist mein Eindruck zumindest, so ein bisschen die Frage haben, wie eigentlich berichten über die AfD. Ich habe schon während der Recherchen habe ich auch an Workshops mit Journalisten teilgenommen, wo die das auch debattiert haben und alle viele Fragen hatten und die gleichen Fragen stellen sich heute immer noch. Und das finde ich sozusagen irgendwie ganz interessant. Ich finde es aber auch gar nicht so verwunderlich, weil vieles, was ich da in dem Buch beschreibe, hat die AfD jetzt einfach ins Parlament gezogen und macht es da auf sozusagen, nutzt da das Parlament als Plattform, auch der Inszenierung, glaube ich. Also ich glaube, viele, also man sieht ja dieses orchestrierte Klatschen, dieses orchestrierte Zwischenrufe oder was auch immer, vieles wird da im Kollektiv gemacht, damit es Bilder erzeugt, die wiederum in die eigenen Kanäle eingespeist werden, in die sozialen Netzwerke und da wiederum auch diese kollektive Identität unter den Unterstützern mit verfestigt. Also ich glaube, da wurden Prozesse, die es im Wahlkampf gibt oder vorher gab, einfach ins Parlament reingezogen und auch dieses Nutzen des Parlaments als Inszenierungsplattform finde ich erstmal, also finde ich ganz interessant, wie die AfD das macht, dass sie im Grunde viele Anträge, viele Vorschläge meines Erachtens deshalb macht, um darüber eine Debatte zu erzeugen, also wieder so eine Problemdefinitionsfähigkeit sicherzustellen, also diese Sache mit der Verbindung zwischen Schwerbehinderten und Migranten, das hat sie geschafft, dass darüber auf einmal gesprochen wurde. Sie hat bei Dennis Yücel nach seiner Freilassung hat sie einen Antrag gestellt, dass man Äußerungen von Yücel missbilligen sollte. Macht ein Parlament in der Demokratie nicht, einfach die Äußerung eines Journalisten zu missbilligen. Also sie versucht, Sachen zu thematisieren über die Bühne des Parlaments und das schafft sie auch. Und da lerne ich oder habe ich gemerkt, dass es eine Fortsetzung dieser Propaganda 4.0 jetzt im Bundestag gibt, natürlich auch mit Mitteln des Bundestags, weil das machen die Mitarbeiter. Und ich glaube, das gilt es weiter zu beobachten. Vielen Dank, Johannes. Bevor wir jetzt zu Dingen kommen wie Gegenstrategien, was machen wir jetzt mit dem, was gerade geschildert worden ist zweimal, würde ich gerne dazu kommen, wenn Sie... Ja. Hier ist, immer so, es ist nicht offline, sondern es ist hier, das ist hier eher ein Bunker und deswegen, ja, aber es war nicht Absicht sozusagen, dass hier kein Empfang ist, jedenfalls kein Telefonempfang. Ich würde gerne Ihre Fragen, Kommentare zu dem, was wir jetzt bisher an Recherche, an Vorstellungen geäußert haben, gerne aufnehmen und an die Autorin, an den Autoren tragen, wenn Sie mögen. Da hinten, der Kollege kommt. Ich habe eine Frage zu der Problemdefinition. Definiert die AfD wirklich neue Probleme oder definiert sie vorhandene Probleme und verändert dann vorhandene Definitionen? Ich glaube, sie macht beides. Also sie definiert Probleme anders. Also ich habe das ja vorhin gesagt, ich glaube schon, dass der Themenkomplex Migration und Flucht erstmal ein problematisierungsbedürftiger Themenkomplex ist. Also dass wir darüber reden, ist richtig, ob der Problematik, ob der Dimension. Aber wie wir drüber reden, das hat die AfD eben meines Erachtens wesentlich mit beeinflusst in den letzten Jahren. Und da hat sie die Problemdefinition eines problembedürftigen Themas beeinflusst. Manchmal, glaube ich, bringt sie auch Themen auf, die meines Erachtens nicht problematisierungsbedürftig sind. Also ich habe da gerade ein paar Beispiele gesagt, auch durch diese Mittel im Bundestag, durch kleine Anfragen oder selber Anträge. Da fällt mir gerade noch ein anderes Beispiel ein. Letzte Woche im Bundestag hat die AfD einen Antrag gestellt zur Änderung des Deutsche Welle-Gesetz. Und da ging es darum, dass es, ihr ging es offenbar, so hat sie das zumindest definiert in dem Antrag, dass die Staatsferne der Deutschen Welle doch sichergestellt werden sollte. Wenn Sie dann aber die Rede gehört haben, desjenigen AfD-Abgeordneten, der den Antrag vorgestellt hat, dann hat er im Grunde einfach die ganze Zeit gegen den Öffentlich-Rechtlichen gewettert und hat da von Volksumerziehung gesprochen und so weiter. Also da sozusagen, da gab es
da wurde dann wiederum so eine Möglichkeit, Sachen zu problematisieren, einen Diskurs zu haben, für was anderes missbraucht, also für andere Botschaften, die gesetzt werden sollten. Also da gibt es, glaube ich, ein bisschen beides, was Sie gerade gefragt haben. Darf ich dazu noch was sagen? Ich will es mal unterstützen, dass sie alte Sachen anspricht, neue Sachen, und dass sie aber, ist mal so, sie verbindet das immer mit einer Emotion, ja. Zum Beispiel bei dieser Anfrage jetzt zum Thema zu dem Zusammenhang Flüchtlinge und mehr Menschen mit Behinderung oder so. Das zielt ja am Ende nur darauf ab, irgendwie so eine Vorstellung zu initiieren, wie die sind alle, haben alle Inzucht, machen alle miteinander rum und deshalb kommen da jetzt mehr Menschen mit Behinderung oder so raus. Also das, und das Ziel darüber ist nur einfach, ja, zu sagen, das sind alles Leute, die haben keine Werte, Regeln, das ist alles irgendwie eklig. Ne? Und jetzt wieder Elisabeth Wehling, wir beide, ja, dieses, das ist ja immer so, du, bei allem, was du tust, entwickelst du ja oder stellst du ein Bild in den Raum. Das ist eine Assoziation, die du bei anderen auslöst. Und die versuchen es halt auf allen Ebenen. Genauso wie diese ewige Behauptung, es hätten Vergewaltigung und so weiter massiv zugenommen und so. Und dann immer durch die. Während, wenn du das andersrum machen oder bezeichnen würdest, dass es das auch woanders gibt, ja, gar nicht. Dann wirst du eher angemacht, ja? Was mir bei der MeToo-Debatte ja auch sozusagen mal auffiel. Also wir haben immer solche Tricks und manchmal sind da Windungen und Wirrungen, wo ich selber mit offenem Mund stehe und denke, wow, da musst du erst mal drauf kommen, ja? Dass du so, also ein Thema, ja, erst, also derartig umdrehst, ja? Aber Tatsache ist, sie drehen die Themen um und sie, bei allem gibt es immer ein paar Kerngeschichten, die sozusagen ihr Weltbild unterstützen, nämlich, dass die Medien lügen. Deshalb kommt man auch von der Deutschen Welle zu öffentlich-rechtlich überhaupt, dass es eine Umvolkung gibt. Sie haben ja in allem, was sie zu Deutschen, zu deutschem Volk und so weiter sagen, oder dann nehmen sie das deutsche Staatsvolk oder so, eine unheimliche NPD-Nähe. Ich war letztes Jahr 3 Tage bei dieser Beweisaufnahme in diesem NPD-Verbotsverfahren, da haben die das Gleiche erzählt. Ja? Also gab es immer Wortfindungsschwierigkeiten zwischen NPD-Lern, die da redeten, und dem Richter, weil das immer so Feinheiten waren. Ja, sind die Deutsche, ja, deutsche Staatsvolk. Ja, und das werden wir ändern. Aber für sie sind Leute, die die Staatsbürgerschaft nicht durch per Geburt, sondern später, aber auch Migranten, die sie jetzt durch Geburt, weil sie hier wachsen, geboren sind, sind auch nicht Deutsche für die, sondern deutsches Staatsvolk. Das heißt, sie haben eine Staatsangehörigkeit mit einem Blatt Papier oder wegen einer gesetzlichen Regelung gekommen. Aber die denken so in einer, weiß ich, jahrtausendalten Blutkategorie, obwohl die auch nicht stimmt, wenn man genau hinguckt. Aber genau die gleichen Findungen und Wirrungen hörst du auch von AfD jetzt im Plenum. Also, sag mal, eine ganz, ganz kuriose Geschichte. Und was ich dabei am schwierigsten finde, ist, sie haben ja nicht nur bei dieser TV-Sendung den Diskurs bestimmt, weil ich, also ich muss sagen, auch die Fragen, die da gestellt wurden. Es gab einen Journalisten, der sagte zu Schulz und Merkel, jetzt sagen Sie mal genau, wann sind die alle weg? Punkt. Als ob man das so sagen könnte, wann sind die alle weg? Also können ja nicht Leute mitten im Bürgerkriegsgebiet schicken oder und, ja. Aber dass überhaupt ein Journalist so eine Frage stellt, sagen Sie mal, wann sind die alle weg? Also in dem Rechtsstaat, ja. Da waren ein paar Fragen, wo es mir auch die Schuhe ausgezogen hat, wie viel Veränderung da ist. Aber diese Art, die damals ja schon geprägt hat in bestimmten Bereichen, wir haben jetzt, setzt sich ja fort, wir haben jetzt das Problem, dass bei den Debatten im Bundestag, das geht, glaube ich, manchen Kommunalparlamenten oder Landtagen auch so, wir immer die 5:1 oder 1:5 Geschichte haben, was mich eigentlich nervös macht. Ja? Also die stellen so ein provozierendes Ding dahin und dann gibt es 5 Rednerinnen und Redner, die sich im Wesentlichen mit ihrer Zeit gegen die beschäftigen. Und am Ende ist noch die Frage, wer hat die schönste Rede gehalten dahin? Das muss ja mal gesagt werden und so. Das ist ja richtig und man freut sich natürlich, wenn man sagt, der hat es denen jetzt gegeben oder der hat auch mit Werbe oder die geredet. Aber ich sitze dann da und denke gleichzeitig, irgendwie habe ich ein Ganzkörperunwohlsein. Weil es geht immer 1:5 oder 5:1, verstehen Sie? Das heißt, Sie bestimmen schon wieder den Diskurs und wir engagieren uns da und das passiert dann, weil die definieren da, wann sie ihre Redezeiten, wann sie ihre Plenarzeiten wie nutzen. Und für uns ist das ganz wichtig emotional, dass man es denen zeigt.
Aber wir müssen ja unsere Emotionen auch kanalisieren, dass wir zeigen, welches Dilemma gibt es in der Bildung in Deutschland, welches Dilemma gibt es in der Pflege in Deutschland. Also müssen eigentlich lernen, unsere Emotionen im Plenum nicht auf diese Seite zu beziehen, sondern sie von draußen reinzuholen und zu sagen, ich will jetzt was sagen zur Pflegesituation oder Situation der Kinder und ihre Chancen. Und dabei geht übrigens noch was anderes verloren. Wenn es immer 1-5 ist, heißt es auch, dass die Auseinandersetzung zwischen uns Fünfen gar nicht mehr gleichermaßen berichtet werden. Die Medien gucken ja auch wieder, welchen Tabubruch, welche Provokation haben die da hingelegt und wer hat die schönste Gegenrede gehalten. Dann kommst du in der Tagesschau. Aber über den Debattenpunkt davor oder danach, wo man meinetwegen über Pflege redet, darüber wird gar nicht berichtet, weil wir uns nicht gegenseitig die Nase einhauen oder so, ja, sondern eben drüber reden, wie findest du denn jetzt 25.000 Pflegerinnen und Pfleger? So, wie bezahlst du die denn, wenn du da einen Mangel hast und so weiter? Die Auseinandersetzung wird gar nicht berichtet. Also dies verschiebt sich ja immer mehr. Damit kriegt aber die AfD auch mehr Terrain, um ihre Ideen zu verbreiten. Und dann dachte ich, irgendwie müssen wir da jetzt auch mal ran, damit nicht eines Tages Leute sagen, ja, zwischen euch fünf gibt es gar keine Differenz. Es gibt eine Riesendifferenz. Und das müssen wir auch herstellen, dass wir uns frei machen von deren Provokation und sagen, jeder setzt für sich sein Thema und wir beziehen uns aufeinander. Wenn ich noch mal kurz ergänzen darf, also das ist ja auch, dass wir gegen die ist ja genau das, was du gerade beschreibst. Ne? Das sagt ja die AfD, wir gegen die Altparteien. Und das wollen sie ja. Sie wollen diese Polarisierung weiter sozusagen dabei haben. Ich wollte noch eine Ergänzung sagen zu dieser Verknüpfung von Themen. Das Beispiel war eben Migration oder Anzahl der Migranten mit Anzahl der Behinderten im Land. Das Interessante ist nochmal, kognitionswissenschaftlich zu verstehen, selbst wenn man bestimmte Konzepte und Verbindungen von Konzepten negiert, werden sie erstmal im Gehirn auch verstärkt. Also wenn wir zum Beispiel den Satz nehmen, nicht alle Ausländer sind kriminell, dann werden erstmal im Gehirn bei uns die beiden Konzepte Ausländer und Kriminalität getrennt voneinander möglicherweise sind die. Die werden aber beide aktiviert. Das heißt, auch neuronal wird da eine Verbindung gestärkt, selbst wenn man die Verbindung sprachlich, linguistisch negiert. Und dann ist es eben auch wiederum hilfreich für die AfD, wenn alle dann nach ihrem Antrag zu Behinderung oder behinderte Menschen und Migranten, wenn alle danach sagen, nein, Anzahl der Migranten hat nichts Anzahl mit Schwerbehinderten zu tun, weil diese beiden Konzepte zusammen gesprochen werden und zusammen gedacht werden, gibt es da eine Verstärkung der neuronalen Verbindung, dieser Konzepte. Und das spielt natürlich der AfD in die Karten. Und das ist kognitionswissenschaftlich nochmal ganz interessant, glaube ich. Ich habe jetzt noch eine Wortmeldung gesehen. Bitte schön, dann noch eine. Hallo? Ja. Also mit dem Mikrofon. Also am Anfang, wenn ich das fragen darf, hätte mich kurz interessiert, was das für eine Facebook-Diskussion war, also was die Schilderung des jungen Mannes. Aber an sich habe ich nur eine ganz kurze Frage, und zwar an den Herrn Hilje. Was für Sie ein Populist? Ob Sie das... Kann ich beantworten. und gute Frage, weil es gibt, glaube ich, so viele Populismus-Definitionen, wie es mittlerweile Bücher über Populismus gibt. Ich glaube, es gibt zwei prominente Definitionen, und die auch immer noch miteinander konkurrieren, gerade in der Debatte. Die eine Definition ist Populismus als Stilmittel der politischen Kommunikation. Wenn jemand vereinfacht, wenn jemand emotionalisiert, wenn jemand zuspitzt, dann wird er oft als Populist bezeichnet. Und es gibt ja oft Seehofer wird gerne als Populist bezeichnet. Früher wurde auch mal Joschka Fischer als Ökopopulist bezeichnet. Ich habe letztens gelesen, der Papst sei ein Populist. Also da wird aber sozusagen als Maßstab angelegt, wie sie kommunizieren und nicht so sehr, was sie kommunizieren. Und ich glaube, das ist keine gute Definition von Populismus. Die gute oder die Populismus-Definition, die ich vorschlage und auch in meinem Buch vertrete, ist Populismus als Ideologie zu verstehen. Und das ist, habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das wird auch von Politikwissenschaftlern vertreten. Und diese Ideologie, die legt zugrunde, dass es ein wahres Volk gibt, ein homogenes Volk, welches durch die politischen Eliten und durch Fremde bedroht wird. Und weil es eben sozusagen keine politische Kraft gibt, die das Volk beschützt, braucht es den Populisten als wahre Stimme des wahren Volkes. Und diese Grundkonstellation dieser Ideologie, die sieht man bei der AfD auch immer wieder. Das ist dieses Wir gegen die Altparteien, wir gegen die Altmedien und dann noch die Flüchtlinge dazu. Also diesen Konflikt, den sieht man ganz oft in den Reden der AfD. Und das
oder antidemokratische dieser Ideologie ist der Alleinvertretungsanspruch. Also dass man als einzige Partei, als einziger Politiker, als Populist das Volk vertreten könne. Damit spricht man automatisch allen anderen Kräften die Möglichkeit ab, die Interessen des Volkes oder einzelner Gruppen auch nur irgendwie vertreten zu können. Das ist antipluralistisch, für mich antidemokratisch. Und ich glaube, so kann man den Populismus wesentlich besser trennscharf unterscheiden von anderen Kräften im demokratischen Spektrum, als wenn man das über diese stilistische Ebene macht von Vereinfachung, Emotionalisierung und so weiter. Also das ist meine Definition von Populismus, die ich auch im Buch verwende. Vielleicht ist der erste Punkt mit der Vereinfachung und so weiter eigentlich mehr Rhetorik. Ja? Genau, man in der Lage ist, Dinge mit einer Emotion oder einem Bild darzustellen, und statt nur mit komplizierten Worten. Das ist ja auch nichts Schlechtes. Also ich warne immer davor, und diese Debatte habe ich auch oft mit Linksliberalen, die gerne auch versuchen, intellektuell zu kommunizieren. Emotionalisierung ist nicht Entsachlichung. Also so darf man das nicht verstehen. Und ich würde aber, wenn man jemanden oder wenn man einen Begriff sucht für jemanden, der emotional und einfach und bürgernah kommuniziert, dann würde ich den Begriff des Charismatikers zum Beispiel vorschlagen, schlage ich auch im Buch vor. Aber es scheint mir immer so, dass man dann sagt, das sei ein Populist, weil man eigentlich keinen wirklichen Begriff mehr von so einem Politikertypus hat. Vielleicht gab es so lange keinen Politikertypus mehr, aber offenbar ist uns der Begriff dafür verloren gegangen und dann wird allzu schnell Populist gesagt. Aber das würde ich nicht tun, weil dann können wir eben solche Menschen nicht von den wirklichen Populisten unterscheiden. Ja, ich möchte mal an diesem Begriff des Pluralismus ansetzen. Und wir sind ja so im Rückblick auf 68, gab es ja die Begrifflichkeit der Gegenöffentlichkeit. Oder man sprach auch vom Strukturwandel der Öffentlichkeit. Ich denke, es sind ja jetzt irgendwie viele der Überraschungen, die die AfD angeblich bietet, sind ja keine Überraschungen. Also was im Grunde die Kritik angeht in Bezug auf die Medien, es ist in der Schweiz gab es sogar eine Volksabstimmung über die öffentlich-rechtlichen Medien, ob die weiter finanziert werden sollen, was da passiert. In Österreich gibt es eine relativ harte Debatte über den österreichischen Rundfunk und der Versuch von der FPÖ, den anders irgendwie aufzustellen. Und ich denke, die AfD zwingt uns einfach, diese viel ausdifferenziertere Welt irgendwie wahrzunehmen und zu gucken, dass wir tatsächlich selber auch eine Positionsfindung betreiben. Und es gibt ja durchaus auch in anderen Landtagen eine Debatte zu sagen, dass jetzt nicht fünf Redner sich auf einen Beitrag beziehen, sondern dass man sagt im Grunde, man spricht sich vorher ab, es gibt diesen Beitrag und nur eine Fraktion bezieht sich dann auf die AfD und die anderen beziehen sich auf die Lösung einer Problemvariante, dann hat man nicht fünf Gegenstimmen, sondern hat im Grunde eine Gegenstimme der Parteien, die sich halt für Pluralismus, für eine offene Gesellschaft, für diverse Lebensstile einsetzen und hat im Grunde eine Debatte über die Lösung. Das wäre mir wichtig. Und was ich natürlich auch noch kritisieren würde, ist, es wird immer von den Medien gesprochen. Also ich habe auch eine harte Kritik an vielen Medien, weil es gibt irgendwie Sachen, die veröffentlicht werden. Man spricht von der veröffentlichten Medien und es gibt sogar Medien, die überhaupt gar nicht wahrnehmen, wie bestimmte Entwicklungen sind. Von daher brauchen wir auch eine neue Medienkritik vielleicht. Und es gibt ja Chancen dadurch, dass es tatsächlich über viele soziale Medien eine Möglichkeit gibt, viele neue Informationen viel weiter zu streuen. Und die Frage ist, wo sind denn unsere Chancen eigentlich, die Medienwelt mit einem Gegenframing zu versehen? Und da müsste man drüber nachdenken, wie kriegt man so ein Gegenframing hin gegen das, was die AfD postuliert? Ich denke, so schwach sind wir ja nicht. Wir müssen mal eher gucken, dass wir strategisch mehr Sachen entwickeln, wo wir vielleicht auch mit anderen Organisationen ein Gegenframing viel wirksamer auf den Weg bringen, als immer nur zu lamentieren. Vielen Dank. Genau jetzt sind wir an dem Punkt, was machen wir jetzt, was tun sozusagen. Da würde ich gern für euch beide bitten, darauf zu reagieren, darauf zu antworten. Auch in diesem Punkt, was ist denn eigentlich das Wir? Sind wir jetzt alle die Zivilgesellschaft und Staat oder gibt es da nicht doch Unterschiede, was wir als Zivilgesellschaft zu tun haben und was wir fordern von den staatlichen Institutionen dabei? An welchen Punkten, denkt ihr, müssen wir ansetzen? Also ist es dann Propaganda 5.0 oder Social Media verbieten oder ist das tot oder was machen wir jetzt mit der Situation? Also ich glaube, wir hätten verloren, wenn wir glauben würden, wir antworten mit Propaganda 5.0, weil
Also das würde sich ja allenfalls für einzelne Untergruppen von uns anbieten, zu sagen, wir wollen das machen. Aber wenn wir sozusagen Gesellschaft als ein Ganzes sehen, also wie du fragst, was macht die Zivilgesellschaft oder was macht Politik an der Stelle, was macht Staat, dann bietet sich nicht einfach als Antwort auf 4.0, 5.0 an. Ja, das wirst du, kann man gar nicht machen, zumal, was Herr Hannes ja auch so schön beschrieben hat, zu dieser Art von Populismus ja auch ein Absolutheitsanspruch gehört, ja. Und wir können ja nicht als Gegenwehr zu AfD und neuer Rechte in dieser Gesellschaft einen Absolutheitsanspruch setzen, weil dann kommen wir ja unserem Ziel, eine plurale Gesellschaft zu haben mit Meinungsfreiheit und so weiter, nicht näher, sondern befinden uns ebenfalls in einem Diktat. Also das funktioniert überhaupt nicht. Ich glaube, ich habe es am Anfang schon mal angesprochen, dass da für den Umgang mit der Situation, die wir jetzt haben, es gar nicht nur auf einem Gleis eine Möglichkeit gibt, sondern dass wir da in vielen verschiedenen Wegen agieren müssen. Also in der analogen und digitalen Welt und auf verschiedenen Feldern. Da ja jetzt zeitgleich oder eine Stunde bevor wir hier angefangen haben ungefähr dieses Berlin-Trecht-Kipper war, sage ich mal, wir brauchen natürlich als erstes Bilder und Aktionen, in denen Zivilgesellschaft unterstützt und auch interveniert. Also wenn irgendwo Übergriffe sind. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf das Thema Kipper und Juden hier, sondern auf das, was das bewegt sich in der neuen Rechten ja teilweise gemeinsam, dass man meint, Leute als Opfer bezeichnen zu können, das Mobbing an den Schulen, die Abwertung, tatsächliche körperliche Gewalt und so und Einschüchterung. An der Stelle braucht es eine Zivilgesellschaft, die aufsteht und die was tut, ja, sich also wehrt und nicht nur an einem Tag wie heute eine Kippa aufsetzt, sondern sich tatsächlich grundsätzlich wehrt, da die Dinge anspricht. Und das ist überall am Arbeitsplatz so, der hat zu dem gesagt und das finde ich nicht akzeptabel. Also man muss die Stimme erheben. Bis hin zur Frage, dass das Mobbing an den Schulen, wir hatten in Berlin ja auch zum Beispiel antisemitische Vorfälle, aber auch eine Vielzahl anderer, ja, in andere Richtungen, dass wir dann sagen, wir fordern nicht nur die Schule auf, das zu melden, vollkommen irre Idee, ja, da meldet man es, ist aber nichts passiert, ja, sondern wie bemächtigen wir Schulen, was müssen wir da einsetzen, damit die Auseinandersetzung im Bildungsbereich über solche Ereignisse überhaupt haben können. Heißt dann, dass du aber auch Unterstützung seitens Senats und Schulverwaltungen brauchst, weil das kriegst du im normalen Unterricht teilweise gar nicht hin. Es gibt bei uns hier so eine Diskriminierungsbeauftragte, wo jetzt gerade mal so das Personal ein bisschen aufgestockt wird, die quasi dann als Akutteam auch wohin kommt und mit den Übungen und macht. Also es ist eine Frage, wie Zivilgesellschaft aktiv ist. Es ist eine Frage noch breiter, als ich jetzt gesagt habe, wie sind Schule und Bildungsinstitutionen ausgestattet. Und dann ist es auch eine Frage an die Politik selbst, dass wir uns noch mal an die eigene Nase fassen. Natürlich müssen auch wir Dinge zurückweisen. Deshalb finde ich es ja auch richtig, über diesen Hate Speech zu reden, Anzeigen zu machen und, und. Aber es gibt eine Stelle, da bin ich festen Überzeugung, dass man solche Dinge und solche Abwertungen nur zurückweisen kann, wenn man auch sich überlegt, ob man nicht inhaltlich falsch Politik gemacht hat. Ja, also wenn Leute derartig aufwiegelbar sind, dann fängt es doch an, dass man sich überlegen muss, hat man eigentlich in den Städten genug Personal investiert, damit sich Leute überhaupt miteinander kennenlernen. Nehmen wir das Beispiel Duisburg-Marxloh. War ja immer Berichterstattung wert, ja. Aber wenn du dir da und an anderen Stellen mal anguckst, wie die Wohnsituation war. Ich habe eine Frau kennengelernt vor wenigen Jahren, die mir erzählt, das war so eine Zechensiedlung. Ja, da haben sie die Häuser alle verkauft und wollten sie loswerden. Dann haben die Leute sich so Häuser gekauft für ein paar Euro mit 4 Wohnungen drin. Eine selber bewohnt, die anderen vermietet. War aber knapp gerechnet, ja, dass sozusagen durch die Miete die Kredite abgezahlt werden. Jetzt waren ein paar Häuser frei und die Stadt hat einfach organisiert, dass in den Häusern lauter Sinti-Familien unterkamen, ohne sich darum zu kümmern. Ja, da kannst du ja die Karten legen, dass es da Ärger gibt, Aggression und dass die AfD da die nächsten Wahlen gewinnt. Ohne sich darum zu kümmern, ohne Sozialarbeiter hinzuschicken, erstmal dafür Sorge zu tragen, dass alle Kinder in die Schule kommen und die nicht ausgenutzt werden, weil es irgendwelche Schlepper sagen, du musst 500 Euro zahlen, wenn dein Kind in die Schule kommt. Die Kinder in die Kindergärten kommen, dass du Angebote für die Frauen dort machst, ja, bis hin zu Deutschkursen, damit die Stadtteile kennenlernen, dass du denen mitsagst, ihr gehört mit zu denen, die diese Straße strukturieren. Die eine Frau, die das eine Haus gekauft hat, die hat weinend vor mir gestanden, gesagt, aus einer Wohnung ist einer ausgezogen, ich finde keinen neuen Mieter mehr. Warum soll denn einer hier hinziehen, wenn die ihre Klamotten aus dem Fenster schmeißen, überall hinpinkeln, dies und das machen und so weiter. Ja, und
Also dass da dann Ärger entsteht, versteht man ja. Und es ist nicht fair gegenüber niemandem, selbst gegenüber diesen Sinti-Familien und Kindern nicht, weil man ihnen nicht hilft, hier Fuß zu fassen. Ja? Also das nehme ich als ein Beispiel, kannst du woanders auch machen. Warum reden wir mit Werve und machen Diener zu irgendwelchen Vorstandsleuten? Wir müssen diese Frage, was verdient eine Erzieherin, wie sind die Personalschlüssel, was verdient jemand in der Pflege oder so adressieren. Also ich glaube, dass es da schon einen Ruck geben muss mit einem anderen, mit einem viel erkennbareren und anders erkennbaren Politikschwerpunkt. Und wir müssen noch mehr erklären, warum wir manche Dinge, die vielleicht heute schwierig sind, aber das morgen organisieren, Jobs für morgen, Jobs für die Kinder, zum Beispiel im Umweltkontext oder so, warum wir die tun. Wir müssen über Globalisierung viel stärker und anders reden, nämlich dass wir auf Kosten anderer leben. Aber das alles können wir uns ja, kann man natürlich an die Wand nageln, wenn wir nicht vorher diesem Mann, der mir gesagt hat, kümmert sich auch mal jemand um uns, das Gefühl geben, yo, tun Sie. Eine Frage an dich als Bundestagsabgeordnete, als Juristin. Reichen unsere Gesetze aus für diese Bekämpfung dieses Hasses? Reicht das Strafrecht aus, das Zivilrecht? Gibt es da etwas, was getan werden kann in dieser Legislaturperiode? Also ich glaube, als erstes reicht das Personal nicht aus. Also auch bei Polizei und Staatsanwaltschaft an der Stelle, um über Ermittlungen zu machen. Die haben hier und da immer noch gerne so eine Geschichte wie, ach, dies und jenes stellen wir gerne ein, weil es sowieso zu viel Arbeit ist. Dann schreiben sie einem auch, ja, da laufen schon zwei andere Verfahren, wollen sie ihr aufrechterhalten? Und ich schreibe immer, ja, ich will aufrechterhalten. Natürlich kriegst du gleich, wenn die irgendwelche windigen Briefe an die Staatsanwaltschaft schreiben, den Brief, das, er hat sich doch eigentlich entschuldigt und wollen Sie Ihren Antrag aufrechterhalten. Ich denke immer, eine Entschuldigung heißt ja, dass er mir schreibt, ich bitte um Entschuldigung. Ja? Das Wort Entschuldigung tauchte gar nicht auf, sondern irgendeine Erklärung, ja, er war betrunken und er wusste gar nicht, dass ich es lese. Ja? Vollkommen baller, baller. So, also die Staatsanwaltschaften sind schlecht ausgestattet. Ich hoffe auch, dass mal jemand den Mut hat, eine Anklageschrift zu machen bei Grenzfällen, damit es überhaupt mal zu Gericht kommt und diese Rechtsprechung sich auseinandersetzen muss. Aber das sage ich nicht, weil ich jetzt Meinungsfreiheit abschaffen will, sondern weil ich für mich selber auch nicht weiß, wie ich mit diesem Grenzbereich umgehen soll, der immer so haarscharf daneben formuliert, neben der BGH-Rechtsprechung. Ansonsten kann ich nur sagen, wenn wir die Tatbestände also jetzt ans Strafgesetzbuch rangingen und das alles noch, noch mal schärfer formulieren würden, dann gilt das ja für alles. Ja? Dann würden wir Meinungsfreiheit abschaffen. In Deutschland soll man sich zwar rechtstreu verhalten, damit man kein Strafverfahren hat, aber man darf ruhig sagen, dass man das gesamte Grundgesetz und das ganze Strafgesetzbuch falsch findet und dass man es gerne ändern möchte. Ja? Und dass man diese Freiheit hat, das möchte ich nicht auflösen, ja, weil ja keiner weiß, wen es dann mal wie wo trifft. Und ich glaube, dass das eine unserer Grundfesten sind. Abgesehen davon wird keine Verschärfung eines Straftatbestandes die Denke verändern. Die Leute denken dann, sind dann trotzdem homophob, antisemitisch und ähnliches und machen notfalls ihre geschlossenen Kreise bei Facebook oder sonst wie auf. Also wir müssen uns schon überlegen, wie wir an Leute rankommen, die für diese Erklärungsmuster empfänglich sind. Und ich will mal sagen, ich kann mich erinnern, als ich Parteivorsitzende wurde 2000, habe ich mal erzählt, ja, die Rechten haben sich neu organisiert und wir müssen uns damit jetzt drum kümmern. Einige Journalisten gähnten, auch eine Grüne redet über Rechtsextremismus. Ja, kurze Zeit später kam das Ding aber richtig hoch. Was war? Sie hatten sich neu organisiert und zusammengefunden. Es gab massenhaft Übergriffe, also für damalige Verhältnisse massenhaft Übergriffe auf Flüchtlingsheime und so weiter, auch Brandanschläge. Und plötzlich gaben sie zu, dass die Jugendfreizeitheime und so okkupiert waren, dass sie da hingingen und alle anderen waren Zecken. Und wenn du dich nicht so angezogen hast wie die mit Springerstiefeln, warst du ein Outlaw. Dann kamst du auch gar nicht ins Jugendzentrum rein, weil sie das übernommen hatten. Also will damit, und sie kennen alle die Geschichten, dass sie mit irgendwelchen Musik-CDs auf die Schulhöfe gingen und so versuchten, junge Leute, die eine Peer-Group suchen, eine Bezugsgruppe suchen, einzufangen. Dem kommst du mit keinem Strafgesetzbuch bei. Ja, so, deshalb muss man sich an der Stelle überlegen, welche Chancen bietest du, wie viel Personal setzen wir da ein, wie erklären wir uns, muss Politik selber in die Schulen gehen. Es fängt bei der Frage an, dass man jemanden, der anders politisch denkt, und nicht der gleichen Meinung ist oder so, dass man den schon gleich verprügelt oder sagt, du Opfer und du sowieso. Also wir müssen sozusagen den Kampf um Herz und Verstand, Kopf und Verstand aufnehmen an der Stelle. Wir nehmen ja diesen Kampf um den Verstand oder auch das Herz vor allen Dingen auf. Johannes, ich würde dich bitten, auch mit reinzunehmen, deine Studie, die du
wann war das jetzt eigentlich? Im Februar, genau im Februar vorgestellt, Rückkehr zu den politisch Verlassenen, wo es ja genau dieser Punkt ist, ihr habt die Leute aufgesucht sozusagen. Und zwar jetzt nicht danach, du hast was mit AfD zu tun, sondern anders auch von dem Setting her, kannst du gerne was dazu berichten, Studie aus den rechtspopulistischen Hochburgen in Deutschland und Frankreich. Aber auch das andere, du hast bestimmt eine ganze Liste von Stichworten jetzt da. Bitte. Ja, ich kann ja ein paar Punkte noch als so Kaufargument für mein Buch stehen lassen. Das heißt, die Lösungen stehen bei euch drin in beiden Büchern? Die Vorschläge für Lösungen, okay. Oder? Also ich würde noch nicht in Anspruch nehmen, alles zu wissen. Ich nehme nur in Anspruch, Vorschläge zu machen, nicht Patentlösungen zu haben. Keinenfalls. Also ich glaube, erstmal ganz interessant, der Punkt nochmal über die Informationsquellen, über die Medien, den Sie angesprochen haben. Also ich plädiere dafür, dass wir, und da bin ich jetzt so ein bisschen auf Ebene auch der einzelnen Bürger, der Zivilgesellschaft, dass wir sowas wie eine Informationskompetenz eigentlich brauchen in unserer Gesellschaft, ob der neuen Informationslage, die wir eigentlich haben. Sehr viel mehr Informationsquellen, eine schwindende Orientierungsfunktion etablierter Medien, eine Desorientierungsmöglichkeit anderer Medien. Also das wird immer dann schnell und lapidar gesagt, aber ich sage es trotzdem jetzt auch nochmal, ich glaube, so eine Informationskompetenz muss man heute in der Schule vermitteln und da geht es im Kern darum, wie unterscheide ich seriöse von unseriösen Informationsquellen. Ich finde es höchst erschreckend, wenn Sie sich mal die Dokumentation von Stefan Lampi, Nervöse Republik, anschauen, dass da auf einer Pegida-Demo zwei junge Herren gesagt haben, die für sie wichtigste Informationsquelle sei die Facebook-Seite von Pegida und dass das sozusagen, das sei ein wahrhaftige Informationen. So ein Verständnis von Informationen und sozusagen diese Definition von was ist seriös, was ist unseriös, halte ich für problematisch. Da müsste man eigentlich was machen. Aber ich will es auch nicht immer nur allein den Schulen zuschieben. Das machen wir dann immer gerne, die hier irgendwie in Berlin reden. Ich glaube auch, sowas muss man zum Beispiel in Weiterbildung von Unternehmen, also von man muss alle gesellschaftlichen Gruppen erreichen und Weiterbildung von Unternehmen könnte auch ein Weg sein, um also andere Altersklassen noch zu erreichen, um sowas wie Informationskompetenz zu vermitteln. Aber ich habe das Gefühl, das ist nötig, weil heute offenbar nicht mehr ganz klar ist, was sind seriöse Informationen und was nicht. Und ich bin auch nicht für eine Propaganda 5.0 und für einen positiven Populismus schon gar nicht, ob der Definition, die ich vorhin gesagt habe. Vor kurzem wurde auch an mich herangetragen, ob ich Lust hätte, an einem linken Breitbart mitzumachen. Also ich glaube, wir sollten da nicht die Mittel kopieren. Und das wird auch zu oft, dann sozusagen wird das vorgeschlagen, was kann man von der AfD lernen, was sollte man einfach nur links drehen, um es dann sozusagen um Gegengewicht zu schaffen. Da gibt es viele einfach antipluralistische Haltungen und Elemente hinter diesen Instrumenten. Und die finde ich nicht kopierungswürdig, sondern wir müssen uns im demokratischen Spektrum bewegen und andere Meinungen natürlich auch zulassen. Und das schließt oftmals schon dann das Instrumentarium der AfD aus. Jetzt komme ich zur Studie zu sprechen und zu dem vielleicht auch ein bisschen was ein Hinweis oder eine Idee für andere Parteien ist. Ich glaube, dass es erstmal ganz wichtig ist, dass die anderen Parteien eine Sprachfähigkeit auch wieder hinsichtlich ihrer eigenen Ideen und Konzepte herstellen. Und zwar, ich will nicht sagen, dass sie da nicht drüber sprechen können, aber auch darüber wahrnehmbar zu sprechen und auch vielleicht emotional zu sprechen. Renate hat vorhin gesagt, jetzt sind diese Gegenreden im Bundestag zur AfD so unglaublich emotional. Und ich sehe das auch nicht so euphorisch, dass jetzt irgendwie diese Gegenreden von Cem und so viral gehen auf Twitter. Da kommt jetzt irgendwie viel Euphorie. Endlich wird wieder irgendwie, wenn die Reden aus dem Bundestag geteilt in den sozialen Netzwerken und die Rede von Cem kriegt dann 1 Million Views auf YouTube. Das Problem ist das Thema, über das da geredet wird. Nämlich da wird nicht über die Agenda von Cem geredet. Das ist eine Verteidigungsrede eigentlich schon fast eines Demokraten einfach gegen die Antidemokraten der AfD. Und das ist nicht das, was viral gehen sollte. Viral gehen sollte die Position oder die Rede von Cem oder wem auch immer über die eigene Agenda, über die eigenen Themen. Und da brauchen wir wieder eine effektivere Kommunikation drüber. Da müssen auch sozusagen die Parteien in ihren strategischen Prozessen, glaube ich, mehr an der Sprache arbeiten.
Beispiel nochmal, Thema Europa ist meines Erachtens, wird auch sehr, sehr defensiv immer kommuniziert. Wir haben ja mittlerweile ganz gute Beispiele aus Frankreich, also wie Macron das gemacht hat, auch wenn ich ihn jetzt gar nicht inhaltlich in jedem Punkt zustimmen würde, aber er hat ein ganz neues Narrativ eigentlich von Europa vermittelt. Er spricht von l'Europe qui protège, also ein Europa, das schützt. Und das dockt eigentlich an vieles an, was ich auch in meiner Studie übrigens rausgefunden habe, dass die Menschen nach sozialem Schutz suchen oder dass sie Angst haben, an sozialer Sicherheit verloren zu haben oder verlieren werden in der Zukunft. Und Macron sagt, dieser Schutzraum, das ist nicht unbedingt mehr der Nationalstaat, sondern das ist eher Europa. Und das dockt dann nicht nur bei den Pro-Europäern an und an deren Herzen, sondern auch an die Bedürfnisse der Menschen, die wir heute vielleicht eher als europaskeptischer sehen würden, weil sie vielleicht rechts gewählt haben in der Vergangenheit. Also das fand ich ein interessantes Narrativ in Frankreich. Und das habe ich aber noch nicht im deutschen Diskurs gesehen über Europa. Und jetzt mache ich endgültig den Schwenk zur Studie, weil eine wichtige... Dürfte ich jetzt dir an einer Stelle recht geben, bevor du deine Studie vorstellst, ja, weil das auch mit Eigenkritik verbunden ist. Unsere Texte als Grüne, ja, zum Thema Europa sind, die Anträge sind so lang und sonst wie, ich kriege schon Wahnvorstellungen und sie gehen die ganze Zeit über, hier muss es stärker werden, da muss es stärker werden, Europa muss noch eigene Steuern haben, wie muss dies und das, so, da stehen die Leute schon wieder da und sagen, kümmert sich auch mal einer um mich. Dieses L'Europe qui protège heißt ein Europa, das uns beschützt, ja, das bezieht sich ja darauf, dass einer geschützt wird. Das könnte ja ich sein. Das ist sozusagen eine ganz andere Anmutung, als sich in tausend Details zu ergehen und das Ganze technisch in eigene Steuerkompetenz der Europas umzusetzen. Deshalb, ich wollte dir recht geben an der Stelle. Du musst den Inhalt, das Ziel, den Wert, den du vertreten willst, in einen Hauptsatz fassen. Ja. Wunderbar ergänzt. Jetzt habe ich den Faden verloren, aber jetzt komme ich zu meiner Studie. Dann komme ich jetzt zu meiner Studie. Und zwar ist eine Erkenntnis da gewesen, also nochmal, um das kurz zu erklären, wir haben 500 Haustürgespräche geführt in rechtspopulistischen Hochburgen in Frankreich und Deutschland, haben sozusagen auch nicht den einzelnen AfD-Wähler oder Front National-Wähler ausgewählt, sondern wir haben eine Raumstudie gemacht, sind in die Hochburgen gegangen und haben da Stimmbezirke haben wir ausgewählt. Da kann man ja dann das Wahlergebnis gut mit sozioökonomischen Indikatoren zusammenbringen. Also es waren sozial schwache oder strukturschwache Regionen mit hohen rechtspopulistischen Wähleranteil und sind da einfach an die Türen gegangen, haben geklingelt und haben immer die gleichen 11 Fragen gestellt. Das waren so Fragen wie, was ist das größte Problem des Landes? Was läuft gut in Ihrem Stadtteil? Was läuft schlecht? Was ist das größte Problem in Ihrem Alltag? Was ist Ihre Hoffnung für die Zukunft? Was sind Ihre Sorgen? Ganz offene Fragen. Wir haben keine politischen Themen angesprochen per se, sondern wollten die authentischen Deutungsmuster der Menschen verstehen. Und deshalb haben wir da nichts von Migration gefragt oder dahingehend gefragt, sondern wir wollten wissen, wie sie selber auf diese Themen zu sprechen kommen und wie sie dann über diese Themen sprechen. Und dann spricht man da, also diskursanalytisch spricht man dann von einem Deutungsmuster. Und eine interessante Erkenntnis in dieser Studie, erstmal vielleicht bestätigt das auch nochmal das, was Renate vorhin erzählt hat, nämlich ich glaube erstmal der Ansatz, zu den Leuten hinzugehen und mit ihnen zu sprechen, der bestätigt sich in beiden, nämlich in deinem Buch und in meiner Studie, weil man ein bisschen was anderes erfährt als das, was man über andere Kanäle erfährt. Und das ist, glaube ich, erstmal ganz positiv und lohnenswert. Und eine wichtige Erkenntnis ist eben, dass die Menschen, wenn sie denn selber die Welt, die Gesellschaft, ihre Stadt, ihr Leben schildern sollen, wenn man sie danach fragt, dann spielen diese rechtspopulistischen Narrative, diese wichtigen Narrative von Islamisierung, von Medienbashing, von auch Europakritik, die spielen da kaum eine Rolle. Also die haben sozusagen in der Deutung der Menschen kamen die dann kaum vor. Und beim Thema Europa war es sogar so, dass es gegenteilig vorkam. Also die Menschen haben, wenn sie über Europa gesprochen haben, sogar Europa eher als Teil der Lösung, denn als Teil des Problems gesehen. Und ich glaube, allzu oft unterstellen wir das, was als rechtspopulistisches Narrativ auf mediale Resonanz stößt, dass das auch bei den Bürgern auf Resonanz stößt. Das ist aber gar nicht automatisch so. Das habe ich da erkannt oder gemerkt bei den Menschen. Und gerade beim Thema Europa, glaube ich, um da nochmal drauf zurückzukommen, es gibt da schon durchaus Potenzial, auch viel positiver über Europa zu sprechen. Und wenn man dann auch mit Begrifflichkeiten vielleicht von auch aus eher konservativen Kreisen
sprechen will, dann könnte man auch über sowas wie Heimateuropa sprechen. Also ist jetzt streitbar natürlich gerade hier in diesem Haus, aber das ist ja nicht so schlimm. Aber ich glaube, dass es da viel mehr Raum gibt für ein proeuropäisches Narrativ, als oftmals angenommen wird, weil wir uns eigentlich viel zu sehr darauf verlassen haben, das, was die Rechtspopulisten lautstark vortragen, dass das auch bei den Menschen selber ankommt und vertreten wird, und das haben wir widerlegt oder das widerlegt diese Studie so ein bisschen. Und gleichzeitig ist es dann das, was Renate auch gerade gesagt hat, die Menschen wollen, dass ihre Probleme gelöst werden, und das sind oftmals Sachen, die nicht im Diskurs kommen, auch weil die AfD diese Probleme gar nicht anspricht, sondern die spricht dann auch abstrakt von den Migranten oder von den Eliten oder von den Medien oder wie auch immer, aber es ist das Verschwinden von Infrastruktur in unserem Fall, es ist knallharte ökonomische Herausforderungen, Erwerbsarmut, der Lohn reicht zum Leben nicht, die sowas wie Abstiegsängste oder Zukunftsängste erzeugen. Und wenn die Menschen nicht das Gefühl haben, dass diese Punkte adressiert werden im Diskurs, dann erzeugt das eine Frustration und eine Abwendung von den Parteien. Das ist so das, was wir da gehört haben in den Gesprächen. Bitteschön. Also mir ist das Bild von Europa etwas sehr harmonisch und rosarot. Ja. Das ist ein neoliberales Projekt, wo viele Bürgerrechte gar nicht zum Tragen kommen. Und es ist in vielen Bereichen, im ökonomischen Bereich, eine Abwertungsspirale. Ja. In vielen Bereichen geht es so, dass in den grenznahen Bereichen zu Deutschland die Schlachthäuser in Dänemark, in Belgien, in Frankreich zugemacht haben, weil es einen Unterbietungswettbewerb gibt. Und wenn ich mit den Leuten darüber rede, also denen, die in den Schlachthöfen arbeiten, dann gibt es da irgendwie aktuell eine Debatte, dass der Mindestlohn unterlaufen wird, dass es in vielen Bereichen so ist, dass Werkvertragsarbeitnehmer zu einem Stundenlohn von 3, 4, 5 Euro im Akkord Fleisch zerlegen, ja. Und ich kann mir viele andere Bereiche auch rausgucken. Ich habe auch eine proeuropäische Perspektive. Aber mir fehlt so ein bisschen die Kritik von der anderen Seite. Wenn wir über Europa reden, dann reden wir ja vielleicht über eine andere Vorstellung von Europa als jetzt das, was immer das herrschende Europa genannt wird. Also von daher, da würde ich schon eher stark widersprechen. Und natürlich bin ich auch dafür zu sagen, dass man über Lösungen nachdenkt. Und die Lösung kann aber nicht sein, dass wir jetzt das Europa von Herrn Macron sozusagen favorisieren, sondern natürlich brauchen wir vielleicht mehr Europa, aber ein Europa, wo auch mehr Bürgerrechte zum Tragen kommen. Und wenn wir angucken im Grunde, was die Festung Europa aktuell an Ausgrenzungsstrategien wählt oder wie die Handelspolitik der Europäischen Union in afrikanischen Ländern dazu führt, bestimmte Nahrungskreisläufe zu zerstören oder was man in der Fischerei im Grunde an Arbeitsplatzabbau in afrikanischen Küstenstreifen betreibt, dann kann ich jetzt nicht automatisch sagen, wir sind irgendwie für Europa, sondern da würde ich dann schon eher kritischer gucken, wo sind denn die Ansatzpunkte, wo wir tatsächlich ein Europa haben, zivilgesellschaftlich organisiert, wo es auch Gegenbewegungen gibt. Und diese Varianten, die fehlen mir jetzt da absolut. Ja. Aber das war jetzt eher eine Gegenrede oder Kritik an Macron als an der Studie von Johannes, oder? Mir würde es darum gehen, dass wir verschiedene Wahrnehmungsebenen mal haben. Und im Grunde, natürlich brauchen wir vielleicht ein europäisches neues Verständnis, eine neue Erzählung. Aber da müssen auch mal Minderheitenrechte, man muss es über Arbeitnehmerrechte gehen, da muss es sozusagen über eine Form von Mindestabsicherung gehen, die nicht automatisch immer in einen Unterbietungswettbewerb läuft. Mhm. Sondern, wie wir sagen, es gibt sozusagen einen Standard, der europäische Standard, dieses europäische Sozialmodell, was ja weltweit noch gut ist. Aber das müssen wir auch mehr in der Form verteidigen, dass wir nicht immer nur auf die Ebene gucken, Grunde, wie kann man denn tatsächlich jetzt mehr Steuern oder sonst wie erheben. Also mir fehlt im Grunde die Zwischenebene. Ja. Zwei kurze Rückmeldungen, ja. Johannes, Renate, und dann habe ich noch zwei Wortmeldungen gesehen, Sie kommen dann auch noch dran. Also ganz kurz, ich habe ja ganz bewusst, bevor ich Laurent Kiprotesch zitiert habe, gesagt, dass ich mit Macron nicht übereinstimme. Also deswegen haben Sie mich da gerade falsch wiedergegeben in der Hinsicht. Aber, und ich würde auch widersprechen, Europa per se als neoliberales Projekt zu bezeichnen. Das mag sein, dass europäische Politik in den letzten Jahren vor allem neoliberal gemacht wurde, aber das hat mit den Mehrheiten in Europa zu tun. Weil gucken Sie sich mal die Landkarte der
politischen Machtverteilung in Europa an. Wir haben so einen konservativen Ruck in den letzten Jahrzehnten in Europa gesehen. Da ist fast gar nichts mehr rot an nationalen Regierungen in Europa. Und das ist Politik, die momentan von europäischen Regierungen gemacht wird. Aber die kann man ändern. Und um sie zu ändern, braucht man natürlich eine neue Vision oder eine andere Vision und ein anderes Narrativ. Und das haben Sie ja dann auch gerade angefangen, so ein bisschen zu schildern mit Bürgerrechten und nicht Abschottung gegenüber Außen und so. Und lassen Sie uns das doch mal zusammen formulieren und das auf ein knackiges Narrativ wie L'Europe qui protège bringen. Dann sind wir, glaube ich, auch beieinander. Aber es pauschal als neoliberal abzustempeln, hilft uns dann auch nicht als eigentlich Pro-Europäer, weil das ist eine Frage von politischer Machtverteilung und die müssen wir eher versuchen umzudrehen, glaube ich. Passt sehr gut dazu. Ich könnte sagen, da muss halt anders gewählt werden. Ja? Wenn man, ja, ich weiß, das ist jetzt simplifiziert, aber man soll ja ein bisschen in der falschen Populismus-Definition mal bleiben. Anders wählen. Also das Kuriose ist, Leute werfen der Europäischen Union neben dem Gefühl, na, nun ist mal Frieden, was zumindest die Älteren dann noch erleben können und nicht Krieg und so weiter, neben dem Punkt, dass du Arbeitnehmerfreizügigkeit hast und so ein paar ganz schöne Sachen, hier studieren kannst, da kein Geld mehr umtauschen musst, wenn du in der Eurozone brauchst, alles Gewinne. Ja? Aber am Ende werfen viele Menschen der Europäischen Union was vor, um dann selber aber genau die zu wählen, die genau die Politik machen, die sie der EU vorgeworfen hat. Ja? Also man kann denen ja Mangel an sozialen Aspekten, an Gesundheitsaspekten und nicht vorwerfen oder sagen, die EU wird sich nicht darum kümmern, dass hier Naturschutz betrieben wird oder unsere Lebensgrundlagen sozusagen, ja? Und wir nicht vergiftet werden und dann alle Krebs kriegen, um danach dann CDU oder FDP wählen. Die Leute tun es aber. Und in manchen Ländern ist es ja sogar so, sie haben jetzt das gebracht mit der ganzen Abschottungspolitik, Festung Europa. Zeitgleich, und das sage ich jetzt mal, weil das für mich fast angewandte Spaltungsirre sein ist, ja, und ich auch dafür noch keine Lösung habe. Wir sagen, wir wollen nicht die Festung haben, aber es gibt unheimlich viele Leute, die sie haben wollen. Und in manchen Ländern, wie in den 10 neueren, siehe Ungarn und so, wird munter so gewählt. Ja, die haben mal einen Umbruch erlebt, dass ihr altes System weggegangen ist, ja, weg war, teilweise selber abgeschafft. Und jetzt schlägt das Pendel in die ganz andere Richtung aus. Ja, da hat man Solidarität gehabt, gesagt, kommt mal schnell in die EU. Jetzt machen sie aber das Gegenteil von Solidarität. Sieht man ja tatsächlich in verschiedenen Ländern. Ich habe dafür auch noch keine Lösung. Der erste Punkt ist aber immer, es offen anzusprechen. Auch offen anzusprechen, dass wir ja auch auf Kosten anderer leben. Dass sozusagen unser Wohlstand oder das ganze Fleisch, das wir essen können, ja auch davon lebt, dass andernorts Futtersoja angebaut wird oder so. Aber eins ist auch wichtig, ja, weil Sie über die Schlachthöfe geredet haben. So, ein bisschen verhalten wir uns ja selber auch falsch, also als Konsumenten. Ja? Ich gehöre nicht zu denen, also ich ärgere mich immer über Regierung, jetzt über Klöckner, die immer sagt, die Konsumenten machen es. Sie müssen halt andere Schokolade kaufen, andere sowieso, dann gibt es auch keine Kinderarbeit. Geht mir auf den Nerv, weil du musst diese Menschenrechte vor Ort durchsetzen und kontrollieren, auch von den Regierungen dort einfordern und. Aber auf eins muss ich trotzdem hinweisen, es gibt ein paar Dinge, dafür kann dann die Europäische Union nichts. Ja? Dass zum Beispiel in Schlachthöfen in Deutschland mit Werkverträgen, mit miesen Werkverträgen ganz viele Ukrainer arbeiten, ist auch handgemachte deutsche Politik. Ja, da hat sozusagen die regionale Politik dem Fleischzerleger da und diesem Unternehmen nicht noch tolle Gewerbegebiete und gegeben. Ja, hier kriegst du noch ein preiswertes Grundstück und da noch und Ansiedlungen. Wir machen alles mit, um am Ende eine Erweiterung zu haben, die heißt, die ganzen Facharbeiter sind rausgeschmissen. Lokale Arbeitslosigkeit und die anderen, die ukrainischen Schlachtkommandos, kommen für ein paar Monate her. Für die ist diese Summe an Euro, die sie kriegen, wo sie zum Teil wegen Sicherheitsschuhen und anderem noch betrogen werden, für die ist diese Summe relativ viel Geld. So, das haben wir aber mit eigener Politik zugelassen auch. Also es trägt nicht immer die Europäische Union die volle Verantwortung. Also mal abgesehen davon, dass man neben Wählen natürlich auch noch so politisch aktiv sein kann. Ja. Ich habe jetzt 3 Wortmeldungen noch gesehen. Ich würde die gerne zusammennehmen und dann Renate und Johannes Pitt noch mal kurz sozusagen auf die Fragen, auf die Kommentare zu antworten. Ich glaube, das ging da hinten los, genau. Ich habe noch eine Frage zu dem Ergebnis Ihrer Studie, Herr Hille. Ich hoffe, ich habe Sie richtig verstanden, dass Sie sagen, die Themen, die von der AfD angesprochen werden, sind gar nicht die Themen, die die Bürger, die die AfD wählen, beschäftigen. Wenn dem so ist, besteht da ja ungeheuer viel Hoffnung. Das heißt, die Politik müsste eigentlich diese Themen aufgreifen. Dass sie das nicht getan hat, wissen wir.
Habe ich damit Ihre Ergebnisse der Studie richtig verstanden? Ja, wir nehmen die Wortmeldung zusammen. Bitte schön. Wo war's? Ja. Ich möchte noch mal gern zwei Punkte aufgreifen, die mir durch den Kopf gehen. Das eine ist noch mal der Begriff des Hasses. Also, und das fehlte mir bisher, also was wir ja erleben seit Jahren, ist, dass Menschen aus öffentlichen Räumen gedrängt werden, also insbesondere sozialen Medien, und das kam jetzt gar nicht vor, und da stelle ich mir die Frage, was muss da getan werden? Ich würde sagen, also auch da muss Schutz organisiert werden und auch Empowerment, das betrifft halt vor allem diskriminierte Gruppen. Und die Frage, also dieses, wer kümmert sich eigentlich um mich, das ist so eine Frage, die wird immer dann interessanterweise fokussiert auf sehr privilegierte Menschen. Und ich finde, also, und dann ist die Frage, wo setzt man auch Prioritäten? Und also genau, und das hat mir wirklich gefehlt. Also der Schutz und das Empowerment diskriminierter Gruppen und Menschen. Und das andere ist, da gehe ich nochmal an den Anfang zurück, Sie haben über die neue Rechte gesprochen, Frau Künners, und ich glaube, Sie haben... Also die neue Rechte ist eine intellektuelle Strömung aus Frankreich. Da geht es nicht so sehr um eine Organisierung. Wir haben das, finde ich, irgendwie falsch gerahmt. Und die macht Metapolitik. Also die macht eine Form von Diskurspolitik und auch sehr erfolgreich. Also da finde ich die Begriffe des Framings auch richtig. Und also warum sage ich das? Sie haben so ganz erstaunt gesagt vorhin, dass auch manche Zeitjournalisten reingefallen sind. Und das würde ich sagen, das würde ich anders deuten. Also meine Deutung wäre, die neue Rechte macht seit Jahrzehnten Politik, sehr erfolgreich Politik, seit einigen Jahren noch viel erfolgreicher als ohnehin schon. Und das Problem ist dann eben nicht nur die AfD, sondern das sind total viele Menschen, die die neue Rechte Deutungsmuster übernehmen. Das zeigt sich in ganz vielen Medien, auch in der Zeit. Es zeigt sich ganz besonders bei der Welt, bei der FAZ, aber wirklich vielen großen etablierten Medien, die neurechte Deutungsmuster übernehmen. Und das Problem ist in meinen Augen vor dem Hintergrund viel, viel größer. Vielen Dank. Und jetzt war... Vielen Dank erstmal. Bevor ich zu meiner Frage komme, einen ganz kleinen Kommentar zu Ihnen, Renate. Und zwar haben Sie in Ihrer Einleitungsrede gesagt, dass alle Wege am Ende zu Robert Mercer führen, besonders in Bezug auf Brexit und Trump. Und ich finde, da greifen Sie ein bisschen zu kurz. Zum einen, weil Trump ja, wie wahrscheinlich viele im Raum wissen, deutlich, deutlich weniger Geld für seinen Wahlkampf zur Verfügung hatte als Hillary Clinton. Und zum anderen eben, weil es auf der anderen Seite eben auch diese Großspender gibt. Und ich glaube, wenn man das eben auf so einen, da gibt jemand Geld und der organisiert alles und zieht die Strippen im Hintergrund, reduziert, dann kommen wir damit nicht zur eigentlichen Wurzel des Problems. Jetzt zu meiner Frage. Wir sind beide mehrfach auf Cambridge Analytica und die datenbasierte, zielgruppenorientierte Politikwerbung eingegangen, Propaganda 5.0 fiel da als Stichwort. Ich arbeite im Moment bei den Grünen hier in der Landesgeschäftsstelle und wir benutzen Facebooks zielorientierte Werbemöglichkeiten auch. Obama in seinem 2008er Wahlkampf ein bisschen und 2012 deutlich mehr, hat die Methoden, die Cambridge Analytica jetzt so skandalös verwendet hat, auf eine ganz ähnliche Weise verwendet und tatsächlich ursprünglich, also als der erste gewissermaßen auch etabliert auf so einem Feld. Und da gibt es auch eben viele verschiedene Beispiele, wo die Methoden, die die AfD oder ein Trump oder eine Brexit-Kampagne vielleicht jetzt effektiver benutzt haben, eigentlich aus einem Spektrum kommen, wo wir sagen, ja, ist doch okay. Und da ist meine Frage, inwiefern müssen wir uns da selbst an die eigene Nase fassen? Inwiefern müssen oder sollten wir da Rechtsrahmen schaffen, vielleicht durch eben neue Gesetze zur Kampagnenfinanzierung oder eben auch zur politischen Kampagne insgesamt, um dieses Verhalten nicht nur bei den anderen, nicht nur bei der AfD oder bei dem Trump einzuschränken, sondern auch bei uns selbst? Vielen Dank. Ja, viele Fragen. Ja, danke. Hauptsätze bitte. Hauptsätze. Ich gehe erstmal auf die Frage zur Studie nochmal ein. Also die Frage war, sind die Probleme, die die AfD nicht, also die AfD anspricht, nicht die Probleme, die die Menschen selber haben? Ich mache das nochmal an einem
an einem Befund aus der Studie klar. Wir haben einmal die Frage gestellt, was ist das größte Problem des Landes? Dann haben wir die Frage gestellt, was ist das größte Problem in Ihrem Stadtteil? Was ist das größte Problem in Ihrem Alltag? Das größte Problem des Landes ist für die Menschen in Deutschland, die wir befragt haben, Migration. Migration kommt nicht mehr so richtig vor unter den Top 5 oder kommt so an dritter Stelle vor beim Stadtteil, aber da anders, mit anderen Aspekten. Beim Land wird gesagt, die Anzahl der Migranten sei eben das größte Problem des Landes. Auf der Ebene des Stadtteils wird gesagt, ich zitiere jetzt mal eine Antwort aus der Studie, da sind viele nette Leute bei, aber ich kann mich nicht mit denen verständigen, weil sie nicht meine Sprache sprechen. Das ist ein ganz anderer Aspekt. Das ist nämlich der Aspekt der Integration. Also da wird das Thema Migration anders verstanden. Und dann auf dieser Ebene des persönlichen Alltags, was das größte Problem ihres Alltags, kommt Migration überhaupt nicht mehr vor, sondern da kommt eben sowas, was ich vorhin gesagt habe, der Bus fährt nicht mehr nach 15 Uhr am Samstag, der Briefkasten wurde abgehängt in meiner Siedlung, mein Lohn ist seit 10 Jahren der gleiche, aber die Preise steigen, ich kann langsam die Hefte für meine Tochter nicht mehr zahlen, die in die Schule geht und so weiter. Also da kommen diese ökonomischen, sozialen, infrastrukturellen Probleme, die Menschen wirklich in ihrem täglichen Leben spüren. Und zwischen diesen Ebenen gibt es halt eine unglaubliche Diskrepanz. Und die AfD ist halt vor allem auf dieser oberen Ebene und hat es halt geschafft, die Migranten und das Thema Flüchtlinge so ein bisschen als Projektionsfläche eigentlich für diese sozialen Probleme und infrastrukturellen Probleme auf dieser unteren Ebene auszunutzen. Und ich glaube, da müssen wir also so ein bisschen hinkommen, dass wir, dann bin ich auch wieder bei Renate, mehr über die Probleme sprechen, die Menschen wirklich bewegen und nicht so sehr über die Projektionsflächen dieser Probleme, die dann vor allem die AfD anbietet. Jetzt zum Thema, ich glaube, die Frage war ja vor allem an dich, Renate, deswegen springe ich mal direkt zum Mikrotargeting, was gerade nochmal angesprochen wurde. Also erstmal muss man, glaube ich, nochmal unterscheiden. Zwischen Deutschland und USA gibt es Riesenunterschiede in dieser Praxis des zielgruppenorientierten Werben auf Facebook. In den USA werden Facebook-Profile mit anderen Datensätzen einzelner Personen verschnitten, also die Payback-Karten, Datenbank, was habe ich gekauft, welche Magazine, Zeitschriften habe ich abonniert, da entstehen unglaublich große Datensätze mit 18.000 einzelnen Datenpunkten über eine Person, und das ist nochmal eine ganz andere, da ist eine ganz andere sozusagen Ansprache, individualisierte Ansprache einer einzelnen Person möglich, als das in Deutschland möglich wäre. Und diese Unterschiede, die sind natürlich im Datenschutz liegen, die vor allem, die muss man immer, glaube ich, mitbedenken, weil wenn wir über dieses Thema Online-Campaigning so sprechen, als würde es so angewendet werden in Deutschland wie in den USA, dann führt die Debatte, glaube ich, nicht in die richtige Richtung. Und das Gefühl habe ich oftmals gerade in den letzten Wochen gehabt, dass da Äpfel mit Birnen verglichen werden. Ich finde aber gut, dass du ansprichst, wir sollten uns an die eigene Nase greifen, weil wir machen es ja irgendwie auch. Und ich will aber nochmal skizzieren, wo für mich der Unterschied zwischen demokratisch verträglichem Microtargeting und demokratieunverträglichem Microtargeting liegt. Die CSU ist eigentlich als erstes aufgefallen mit dieser Methode in Deutschland. Das war schon 2016. Kurz nach diesem Herbst 2015 hat die CSU eine Anzeige auf Facebook geschaltet, in russischer Sprache. Und die hat sie vor allem an Russlanddeutsche in Bayern eben ausgespielt. Und auf dieser Anzeige war Horst Seehofer natürlich zu sehen, und neben Horst Seehofer stand so ein Spruch, und da stand: Wir stehen oder stellen uns gegen Multikulturalismus und gegen eine linke Republik. Und was meines Erachtens dahinter steckt, ist, dass man eben die Russlanddeutschen, Migranten, die schon länger bei uns sind, gegen die neuen Migranten versucht hat auszuspielen. Und das halte ich für eine Regierungspartei, das war die CSU damals auch schon, für relativ unverantwortlich. Also finde, dass da im Grunde, das ist demokratisch, könnte man sagen, auch unethisch. Und da wurde Mikrotargeting genutzt, um die Gesellschaft weiter zu spalten. Das halte ich für unethisch, und das lehne ich zumindest ab. Und das kann aber dann vor allem passieren, wenn wir
eine Form von Transparenz einfordern über diese Anzeigen. Die CSU, der war das schrecklich peinlich, als diese Anzeige dann mal irgendwann auf Zeit Online auftauchte und es einen Artikel darüber gab und hat es dann auch, hat die wieder eingestampft und hat auch im Bundestagswahlkampf nichts Vergleichbares mehr gemacht. Also wenn es Transparenz gibt, dann gibt es da auch sozusagen einen Druck, dass sich die Parteien auch demokratisch und ethisch verhalten. Und ich glaube, da sollten wir hinkommen, weil es spricht erstmal per se nichts dagegen, zielgruppenorientiert zu kommunizieren. Ich glaube sogar, dass es eine Chance ist, auch für die Demokratie, wenn man Menschen mit den Themen ansprechen kann, die für sie tatsächlich relevant sind. Also so wie die Grünen das auch im Bundestagswahlkampf gemacht haben, Menschen, die sich für Tierwohl interessieren, mit einer Anzeige eben zum Tierschutz gegen Kükenschreddern oder so anzusprechen. Das finde ich, Da hat sozusagen politisches Marketing auch einen Fortschritt gemacht, weil man endlich wieder Menschen mit den Themen ansprechen kann, viel einfacher ansprechen kann, die sie wirklich interessiert. Aber es gibt demokratische und ethische Grenzen und mit Transparenz können wir dafür sorgen, dass Parteien sie einhalten. Ich will mal auch bei dieser Frage anfangen, weil du ja gesagt hattest, ich arbeite bei den Grünen und wir machen doch auch Facebook-Werbung. Wo ist der Unterschied? Johannes hat einiges davon erzählt. Ich will aber nochmal sagen, dass das, was wir bei Cambridge Analytica und so ja kritisieren oder bei Facebook in diesem Kontext, ist ja ein ganz anderer Sachverhalt, als wenn ich jetzt Werbung bei Facebook schalte. Wenn ich sage, es sind Bundestagswahlen und ich möchte schlicht und einfach sagen, weil ich viele Erststimmen will, dass ich jetzt Werbung für mich schalte, ja, wählt Renate, die ist so toll, an alle Frauen, die bei denen jetzt Facebook erkennt oder weiß, die sind in Tempelhof-Schöneberg, ja, so. Dann ist ja das genauso wie beim Flyer oder Plakaten, du erkennst, die ist da, die ist grün, was will die von mir, ja, kannst du auch ignorieren, aber das Ding ist transparent. Und es werden, ich habe keinerlei Daten dieser Person. Was wir jetzt über dieses My Digital Life hatten, ja, diese App, an die, wo Zuckerberg oder Kaplan jetzt bei uns hier im Ausschuss gesagt hat, ja, wir haben jetzt gelernt, dass wir unsere Verantwortung nicht wahrgenommen haben oder so. Das heißt schlicht und einfach, scheiße, wir sind erwischt worden. Ja. Sie haben halt eine App, die was rausfinden wollte, My Digital Life, und Fragen stellte, haben sie erlaubt, Daten abzuziehen, und die wiederum haben diese Daten weiterverkauft. Ja. Die sind dann für was genutzt worden? Nicht dafür, Werbung zu schalten, sondern so zu tun, als seist du ein privates, unorganisiertes Individuum und schreibst mir ständig, um mich als Wählerin in ein bestimmtes Thema zu bringen, ja? Also mich aufzuheizen. Und das ist ja der Skandal, dass diese Daten massenhaft rausgegangen sind, dass sie noch sagen, ja, wir hatten da mal so einen Zettel unterschrieben, dass sie danach vernichtet werden müssen. Wie lustig ist das denn? Ja, dann ziehe ich sie erst auf den USB-Stick und danach zeige ich, dass ich einmal Delete gedrückt habe oder wie. Also sie wussten ja gar nicht mal, wie sie es kontrollieren sollen, ob die Daten dann nicht noch um die halbe Welt gehen und zu irgendwelchen anderen Werbezwecken, selbst wenn es nur Zahnpasta oder Pumps, schöne Frauenschuhe gewesen wären. Ne? Aber datenschutzrechtlich gar nicht vorgesehen. So, deshalb kann man es für meine Begriffe eben nicht Werbung, die offensichtlich Werbung ist, wo du auch siehst, hier Werbebanner oder so, ja, und grünes Logo drauf ist, ist nicht vergleichbar damit, dass du plötzlich 10 Posts oder so kriegst, die dich aufheizen und ja, in irgendeine Stimmung bringen sollst, ohne dass du weißt, dass da ein politisches Interesse dahinter steckt. In den USA ist sowieso manches anders. Du darfst in den USA beim Canvassing, beim Haustürbesuch, kannst du da auch Daten anlegen. Also sagen, bei wem habe ich jetzt, wenn ich Demokratin wäre, rausgefunden, die sind immer schon Demokraten und aktiv, die kann ich also die Adressen streichen, die brauche ich nicht mehr besuchen, sichere Wähler. Wer zweifelt noch oder wer hat schon 5-mal Republikaner gewählt? Die brauche ich auch nicht mehr besuchen, weil ich die nicht rauskriege. Dann habe ich eine Datei mit der Liste derer, die zweifeln. Nur die besuche ich noch 3-mal oder versuche die für Hauspartys oder so eingeladen zu kriegen und so. Das sind ja Dinge, die bei uns alle gar nicht erlaubt sind. Was will ich in dem Bereich? Ich will Transparenz. Also es müssen Wir müssen mindestens dafür Sorge tragen, dass Social Bots, also das, was ja vielleicht auch aus Russland oder so kommt, gekennzeichnet sind. Die sind nicht per se schlecht. Also wenn ich jetzt an die Grünen schreibe und sage, haben Sie in Ihrem Bundestagswahlprogramm was zum Thema 219a abschaffen? Dann kann mir ja ruhig ein Social Bot antworten, ja, auf Seite 38 oder nein. Da steht dann aber, diese Antwort hat eine Maschine, Ihnen sozusagen ein Roboter aus dem Wahlprogramm gelesen. Man muss es nur wissen. Deshalb, also Transparenz, Kennzeichnung
das Licht an der Stelle. Oder was Facebook jetzt aus lauter Not ja machen will und angekündigt hat, dass sie da, wo Anzeigen geschaltet sind, sie immer sagen, du musst rückverfolgen können, welche anderen Anzeigen geschaltet wurden oder von dem Auftraggeber geschaltet worden sind. Um einen bestimmten Kontext zu haben, wird vielleicht nicht viel verändern, aber ein bisschen. So, und jetzt wollte ich noch zu dem Herrn hier kommen mit der roten Mütze, der ja sich gewundert hat, also einmal auf den Begriff neue Rechte und wer ist das und so, ja, da kann man verschiedene Definitionen geben, stimmt, aber manche benutzen das, also nicht nur ich, darin, um darzustellen, dass sich hier etwas neu organisiert hat, ja, neu organisiert hat, analog und digital und anders zusammengetan hat. Und ich habe, weil Sie gesagt haben, Sie haben sich gewundert, dass ich mich gewundert habe über die Zeit, ja, damals Begriff Political Correctness. Ja, kann man. Ich habe mich aber ehrlich gesagt damals nicht nur gewundert, sondern ich habe mich eigentlich geärgert, dass so ein Denker wie Giovanni Di Lorenzo dann so einen wilden Artikel schreibt, wie war das? Eigentlich ging das los mit diese übertriebene Political Correctness, mit der die Grünen schon die Mehrheit im Land haben und den politisch-gesellschaftlichen Diskurs bestimmen, war jetzt so korrekt, dass man schon gar nichts mehr zu sagen traute und deshalb wäre das Pendel in die andere Richtung ausgeschlagen und hätte sich diese rechtsextreme Welle da gebildet oder so. Ja. Da war ich dann ja eine Mischung zwischen verärgert und verwundert, weil ich dachte, wie blöd ist das denn, dass er jetzt mit, also auf dieses Political Correctness, das ist ja sozusagen die nettere Form von linksgrün versifft, ja, sozusagen, was sie ja auch immer benutzen, dass er sozusagen darauf reingefallen ist, dass das eine Methode ist, so wie die Methode Lügenpresse oder es gibt keine Meinungsfreiheit, man darf ja nicht sagen, was man denkt, um danach einen schwer rassistischen Satz abzulassen oder so. Habe ich dann auch geschrieben, da ist es mir ehrlich gesagt überhaupt erst aufgefallen, habe ich auch einen breiteren Blick dafür gehabt, dass und wie viele das benutzen, mittlerweile aufnehmen und denen auf den Leim gehen auf der Strecke, bis hin zu dem Punkt, den wir vorhin mal hatten beim TVDL Schulz-Merkel, wo dann von der Fragestellung und von der Tatsache her, dass man sich eine Dreiviertelstunde unterkomplex mit dem Thema Flüchtlinge beschäftigt hatte und immer Emotionen verbalisierte, statt über Lösungen zu reden, da ist mir dann aufgefallen, was los ist in diesem Land. Und ja, Sie haben recht, das Problem ist eben noch viel größer, weil sich eben diese Diskurse teilweise durchsetzen und weil, das haben wir ja jetzt auch rausgearbeitet, vielleicht weil Politik allgemein mit viel zu wenig Empathie die Kernalltagsprobleme der Menschen angepackt hat, warum, dass die Leute sich losschicken lassen mit viel Emotion über Themen, die eigentlich gar nicht ihr zentrales Problem sind. Wie man, wenn man mal fragt, rausfinden, im wahrsten Sinne des Wortes rausfinden kann. Ich habe übrigens, weiß ich mal, wer es von Ihnen gesagt hatte, mit dem, als ich auf Robert Mercer und das Finanzieren hingewiesen habe, es ist natürlich nicht nur Robert Mercer alleine, aber er ist einer der großen Spender an der Stelle. Und warum habe ich das genannt? Weil ich jetzt Framing Elisabeth Wehling ja, auch mal ein Bild auslösen will, dass das hier nicht nur die alte Tea Party ist, ja, die früher unterwegs waren oder so, sondern dass da wirklich Leute mit schweineviel Geld, die also die Profiteure von intransparenten Globalisierungsprozessen sind, ja, und mit ihren Hedgefonds, keine Ahnung, auf was die alles wetten, machen, tun, in Zehntelsekunden wieder ihr Geld neu anlegen, schon computergesteuert, dass die mit ihren Milliarden auch politischen Einfluss nehmen. Das ist die gehobene Form zu dem, dass wir lernten, dass Volksentscheide nicht immer demokratisch sind, leider, weil es mir mal lernten, dass bei vielen Volksentscheiden in Kalifornien Studenten eingestellt wurden, die pro gültiger Unterschrift $1 kriegten. Von Unternehmen. Ja, das war dann also nicht nur das Volk entscheidet, sondern die Unternehmen stiegen da total ein. Und hier siehst du plötzlich, dass Meinungsbildung und Stimmung gemacht werden können im Netz. Natürlich soll man Meinung und Stimmung ausdrücken, aber hier gibt es Leute, die schweineviel Geld haben, die an undemokratischen Raubbau Geld verdienen und dieses Geld dann einsetzen, um den Versuch zu unternehmen, dass die eine nicht Präsidentin wird, aber der andere. Oder um, ich sage mal auch ohne Verfolgungswahn zu haben, um den Versuch zu unternehmen, die Europäische Union damit zu beschäftigen, sich nicht über Zukunftsfragen auseinanderzusetzen, sondern über einen Brexit zu verhandeln und einen da rauszubrechen. Ja. Das alles können die. Also das alles ist da machbar, ohne dass wir es sehen. Und wenn nicht wenige Journalistinnen, Journalisten der Guardian und andere da gewesen wären, würde das gar nicht alles so aufgeblättert werden. Deshalb ist jetzt die Stelle, wo wir sagen müssen, Leute, wir brauchen Transparenz, wir brauchen Erklärung und wir brauchen auch die Kompetenz, die Dinge zu erkennen und ganz klar zu sagen, was ist okay, was ist nicht okay. Sonst werden wir sozusagen über den Tisch gezogen. Wir haben heute versucht, über
aufzuklären darüber, dass Hass keine Meinung ist. Wir haben versucht aufzuklären darüber, was Propaganda 4.0 in diesem Sinne ist, was wir unter dieser populistischen Herausforderung verstehen. Ich hoffe, es ist gelungen. Vielen Dank, Renate Künast, vielen Dank, Johannes Hilje, dafür. Vielen Dank an Sie für Ihr Interesse, für Ihre Fragen, für Ihre Kommentare. Kommen Sie gut nach Hause. Da hinten ist noch der Bücher. Ach so, genau. Und die Buchhandlung Vorwärts hat beide Bücher in ausreichender Stückzahl da. Bitte bedienen Sie sich, kaufen Sie.